Ich wollte gerade noch etwas anmerken. Wir haben von Brave New World vorhin ein Video zugeschickt bekommen und er sagte, das könnte was für euch sein, das könnte das neue Intro werden für den Stream. Tut mir bitte den Gefallen und schaut das erst im Stream live. Und ich glaube, wir sind jetzt hier 111 Leute. Da wäre es doch eigentlich ziemlich nice, wenn wir das einfach mal direkt zu Beginn uns jetzt mal reinfahren, oder? Also Ja. wir haben es tatsächlich uns noch nicht angeschaut. Also wenn ihr Bock habt, jetzt Ich muss aber dazu sagen, Malte hat es fast nicht ausgehalten. Also ich musste ihn zügeln und bremsen. Da wurde er ganz hibbelig, dass wir da nur noch kurz mal reingucken. Ich meine, nein, er möchte das gerne mit uns zusammen gucken, dann lass uns das auch jetzt zusammen gucken. Und ich bin gespannt. ja. CC Kamoran haut hier auch noch einen Prime-Sub raus. Leute, ihr dreht hier gerade komplett frei. Vifak haut auch noch ein Abo raus. Vielen, vielen Dank für den Support hier direkt, ohne dass wir irgendwas gestartet haben. 124 Leute am Start. Sehr nice. Also, ich mache jetzt einmal das neue Digga, es Intro ballert schon an. wieder Geld hier. Es ballert schon wieder Geld. Das ist ein Name, ja. Donated. 2,48. Wahrscheinlich, um sein OCD zu befriedigen. Wahrscheinlich ist jetzt der Betrag rund. Genau, 269 Euro, das sind 26,90%. Also, vielen Dank dafür, geiler Typ. Ist auch so geil, dass das dann halt hier immer abgerundet werden muss, damit die Zahlen halt schön sind. Ne? Wer Ja. war das jetzt gerade gewesen? Wer war das gewesen? Das ist ein Name, ja. Das ist der Name, Achso, warte, ja. da war noch eine Message. Der Betonkodex hat mich dazu berufen, die Zahl wieder gerade zu machen. Das ist die wahre Bedeutung des Betonkodex wahrscheinlich auch. So, seid ihr ready für das neue Intro? Ich bin auf jeden Fall hyped und Auch gespannt, auch sehr gespannt, ja. was uns da jetzt erwartet. Ja, macht auf jeden Fall klar, ob ihr uns gut hören könnt, ob ihr alles andere gut hören könnt. Lautstärkenverhältnisse passen und so. Und dann ein paar Feuer-Emotes für diese wunderschöne visuelle Darstellung von Brave New World. Schauen wir mal. Was ist das für ein Song eigentlich? Ja, das ist doch wunderschön. Das ist doch wunderschön geworden. Dafür erstmal ein dickes Dankeschön an Brave New World. Ja, mega. Ich habe Gerade eine kleine Überraschung. schon gut gelacht. Auf jeden Fall auch geile Szenen rausgepickt. Vor allem, dass der Kaffeepaladin hier noch Einzug gefunden hat. Das hat mich ja Fast noch mal alle. ganz, ganz anders geschoben hier. Herrlich. Ja, das freut mich richtig. Das war richtig nice. Das war richtig nice. Hat mir so richtig schön Richtig ein Lächeln. Spaß. Spaß. Spaß an guten Animationen. Ja, sehr, sehr schön. Sehr schön geworden. Ja, Leute, gerne auch mal Brave New World supporten als Mod, als neuer Mod mit diesem wunderschönen Intro. Gerne mal Feuer oder giftig in unseren Chat ballern. Genau. Also,
Ja, er hat ja auch selber gesagt, das ist erstmal nur eine Preview gewesen und das können wir natürlich auch noch ein bisschen ausbessern, aber das ist auf jeden Fall eine glatte Eins. Erste Runde, hat Brave New World gerade herausgefunden, wird Dima gegen Ampere. Wir können jetzt gleich überhaupt erstmal den Turnierbaum einmal anwerfen, damit wir schauen, was hier heute eigentlich so geht. Aber Brave New World gerade eben im Chat, weil du eben den Desktop gezeigt hast. Also deinen privaten Desktop quasi gesehen. Fable-Album, Upload, Schweißattacke oder so. Irgendwas hat er da gerade geschrieben. Ach so, ja, ist ja in Ordnung. Ich hab hier nichts. Das ist hier nur der Twitch-PC, da ist nichts drauf. Außer halt das Fable-Album, Upload, ja. Und ein Ordner, der 40 GB groß ist, der Hausaufgaben heißt. Hausaufgaben, also, wo man dann so dann noch so 20, 30 Ordner drin hat mit A, B, C, A, D, D, E. Und wo man dann so einen bestimmten anklicken muss und da sind auch nochmal 30 Ordner drin. Und da sind auch nochmal 30 Ordner drin. Und dann hat man da drin einen versteckten Ordner. Nur so gesagt mal. Nur so, das klingt irgendwie also, fast so real, als dass du dir das gerade so hättest ausdenken können. Deswegen, wir müssen mal hier mal irgendwo schauen. So, Turnierbaum. Let's go. Also, was haben wir denn jetzt letzte Woche überhaupt alles geschaut? Letzte Woche war ja auch einfach ein bisschen zu wild gewesen, weil ja dann auch noch die Premiere mit dabei war. Und ich kann mich an das letzte Battle gar nicht mehr so richtig erinnern, weil ich immer schon so ein bisschen angefixt gewesen bin. Schon in einer anderen Dimension, in der ja. Fable-Dimension. Jetzt zeig mir doch nochmal den Turnierbaum. Turnierbaum haben wir. Kannst du hier sehen oder nicht? Oder sind meine Augen ein bisschen zu schlecht? Meine Augen sind schon ziemlich schlecht, ja. Ja, okay, gut. Ja, das ist auf jeden Fall nice. Was haben wir denn geguckt? Wir hatten, AT und Winnen haben wir geguckt, auf jeden Fall. Wir haben die Kleptomatic-Runde am Ende noch geguckt gegen J-Different. Akku gegen Schliever hatten wir auch geguckt. Das hat letzte Woche eigentlich Spaß gemacht, finde ich. Also da waren der gute Rap, oder? Der Spaß, ja, das da waren gute Das Runde ist übrigens dabei. Mein neuer, das ist der neue Blutpaladin für mich. Ja. Spaß an guten Rap. Ja. Heißt es Spaß am guten Rap oder Spaß an guten Rap? Gutem Rap. Spaß am guten Rap. Spaß an gutem Rap. Man kann Spaß beides sagen. Spaß an guten Rap. Man kann beides sagen, Spaß tatsächlich. Spaß am guten Es geht beides. Ja, geht beides, ja. Der gute Koch ballert hier nochmal rein mit einer krassen Doni. Ja, was haben wir hier, damit es einmal gerade gemacht wird? Alter, der gute Koch droppt hier mal kurz 31 Euro. Durch euch kann man sich auf den Donnerstagabend freuen. Ey, Diggi, viel zu großzügig. Ey. Vielen Dank. Vielen Dank. Macht auch viel zu viel Spaß mit euch hier. Deswegen, da werden wir dranbleiben. Da bleiben wir bei. Apropos. Ey, vielen Dank. Ist KJHH heute im Chat? Ja, da dürft ihr sich gerne mal melden. Der kann sich gerne mal an der Rezeption melden. Ja. Wir haben was zu klären. Spaß an guten Runden. Spaß an guten Rap. Ich glaube tatsächlich auch, das geht beides. Es geht beides tatsächlich. Ja, also wollen wir einfach mal direkt in das erste Battle einsteigen, damit wir hier frisch dabei sind. Ich hätte eigentlich auch Lust jetzt mal auf eine Runde. Nur auf eine. Erstmal auf eine Runde. Wir gucken jetzt Dima gegen Ampere. Sagt mir überhaupt gar nichts. Mir sagt Ampere auch überhaupt gar nichts. Und ich gucke gerade, ob KJHH sich hier mal gemeldet hat. Der war sonst immer so fleißig am Start. Ey, Jenny, Alter, schön, dass du da bist. Ich guck gerade mal. Na, was los? Du antwortest nicht, willst du noch Pommes? Nein, danke. Ich möchte Guck mal, werden mir hier noch Pommes angeboten. Süß. Dann mache ich mal die erste Runde. Mach ich mal die erste Runde an. Haben wir hier Dima gegen Ampere. Ich nehme Pommes. Gucken wir die Hinrunde von Dima? Ich würde sagen, der Chat kann immer ein bisschen. Ja, ja. Bisschen die Frage, ich frage Brave New World mal, ist da irgendwie was jetzt entschieden worden, jetzt auch, ob wir die Hinrunde von Dima zuerst gucken. Tamo nimmt die Pommes. Ey, ihr müsst auch denken, ich bin richtig so ein Verfressener, ne?
Du bist ja schon eine Naschkatze, das ist auch so. Also. Aber du isst besonders viel im Stream. Besonders viel. Ich habe irgendwie das Gefühl, weißt du, hier ist so der Tag vor. Also der. Ich gucke den Stream nicht, ja? Deine Wahl. Was hat sie? Sie hat gesagt, sie guckt den Stream. Hier sind die Pommes. Das könnte es gern Pommes. Ja, Leute, das hat geklappt. Ich habe die Pommes jetzt. Gib den Leuten eine Minute. Okay, wir warten mal ganz kurz ab. So, hast du aber nicht viel gegessen. Ja, aber das sieht jetzt aber auch so aus, als ob ich da mal einen kleinen Griffel reinmache. Wollt sie nicht. Finger weg, ja, sag ich doch. Finger her. Chili Cheese Pommes, Leute. Ich wollte irgendwas sagen. Geh mal in Runde. Achso, ich habe das Gefühl, wenn ich hier jetzt so in den Stream komme, dann ist mein Tag vorbei, die Anstrengungen sind vorbei, jetzt kann ich entspannen und mich entertainen lassen. Und dazu gehört bei mir auch Snacken einfach dazu. Hey, ich fühle das total, Tamu, aber halt nicht im Stream. Dass du hier durchhältst, die 4 Stunden nicht zu snacken, das ist für mich das viel interessantere Phänomen. Ich finde das, ich muss jetzt auch gerade irgendwie nicht so... ASMR-Paladin. Aber ich finde das auch in Ordnung. Ich finde, das gehört jetzt auch schon wieder irgendwie. Das höre ich übertrieben oft in diesem Chat. Vielleicht sollte ich eine neue Karriere angehen, Maldo. Der ASMR-Paladin. Tamu sollte immer knuspern, schaut in meine Flüsternachricht. Endlich wird geschmatzt, der Knusper-Paladin. Geil. Sehr geil. Also. Ich wollte eigentlich gar keine Pommes. Ich habe gerade voll viel gegessen. Aber trotzdem, vielen Dank. Danke. Hier kommt ja nichts weg. Nein. Und jetzt ist die Frage, warum ist hier Werbung? Ich hatte doch, ach ja, ich habe das ja ausgemacht, kurz mal letztens. So. Hat sich jemand nicht vorbereitet, ne? So. Da sind wir doch direkt wieder. Oh, Ab ist ja auch da. Das sieht Ab bestimmt nicht so gern. Schuldi. Was denn? Ja, ich hab gerade den Adblocker angemacht und das ist doch sein Kanal. Ja, ich mach die Werbung gleich wieder danach an. Oh, heute ist ein guter Anfang. Ja. Ich habe das Gefühl, heute wird gut. Er sagt easy, kein Problem. Danke, Diggi. Dein Gesichtsemote passt auch einfach perfekt. Ihr könnt gleich... Abgezockt halt. Ihr könnt gleich gerne mal uns Bescheid geben, ob die erste Runde von Dima von der Lautstärke her passt, ob wir das so laufen lassen können, ob ihr unsere Stimmen dann auch noch dabei hört. Das wäre gut. Also ich schmeiß einfach mal. Ich schiebe euch mal ein bisschen zur Seite, dann kann ich mehr schmatzen. Achtelfinale. Ja, dann will ich doch mal Ampere recherchieren. Nicht, dass ich einschlafe und als alter Mann wieder aufwache. Garçon, ein Kaffee bitte! Dankeschön, Garçon. Der ist aber stark. Was war das? Spannend steht es nicht. Ist ja super, du bist Sachel, aber nicht weil du so geil rappst, sondern weil den anderen gegen Ampere nichts einfällt. Die anderen waren nicht schlechter, die sind alle echt nur eingeschlafen. Dima Richmond dreht zu recherchieren, erstmal 13 Kaffee. Wärst du interessanter? Ja, das wäre natürlich geil. Setz deine Maske auf, vielleicht kriegst du deine Persönlichkeit. Mit der Hoffnung, dass dein Rap mal relevant wäre, setzt du dir deine Tüte auf, du könntest dann nicht Ampere. Deine Paschas sind so alt, man, die standen schon auf Steintafel. Die Leute hören deine Mixtape zum Einschlafen. Du bringst wieder Fahrstuhlmusik, ich bring hartes Battle, während du Diät hältst, für noch weniger Angriffsfläche. Diamanten am Strand und ich dachte anfangs, du bist einfach nur doof, aber nein, du bist der Sand. Die Leute sagen, dass die Hinrunde reicht. Du droppst die Runde und verlierst 100 Likes. Ich schlaf gleich ein, Ampere ist so langweilig. Ich bin nicht oldschool, doch ein Cappuccino reicht für dich. In deiner Power 1 bist du Adidas, was ich super finde. Da hast du recht, Mann, das tragen echte Hurensöhne. Das stimmt wirklich. Bridgman hat 1000 Files, deinem Label fällt nicht auf, wenn du Kevin zu Hause bleibst. Bridgman. Na, was meinst du? Ich finde es ja schon mal spannend, dass er sich ein Bett ins Garten gestellt hat. Im Garten.
Ja, es ist erstmal der gleiche Spot wie der Frank-Hemp-Spot. Die Maskaten. Die Maskaten, Alter. Also das Video finde ich irgendwie nice. Ja. Das hat irgendwas. Die Hook finde ich schlimm. Aber ist halt Dima. Ja, die Hook ist halt Dima. So. Die Parts finde ich eigentlich ganz nice. So. Also ich finde den Beat auch schrecklich. So. Also ich hätte den wahrscheinlich 2011 hätte ich den ganz gut gefunden. So. Jetzt finde ich den schrecklich. Und er kommt halt nicht so ziemlich gut parat auf dem Beat, muss ich sagen. So. Und mir bleibt auch nicht so richtig hängen. Also ich kann den Lines nicht so richtig folgen. Aber das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil ich halt überhaupt gar keinen Zusammenhang sehe zwischen diesen Lines und dem Ampere, weil ich überhaupt gar keine Angriffsfläche sehe, weil ich den nicht kenne. Ampere, also den Namen hat man natürlich schon mal gehört, so, aber ich weiß... Es gab auf jeden Fall eine Dantesy-Punchline quasi mit der Tüte, bist du Ampere und bist du Ampere oder was? Ja. Dann noch ein Ampere-Wortspiel im Sinne von Spannung und dass er nur ein Cappuccino braucht. Okay. Das ist bei mir auf jeden Fall eingeblieben. Also geht es letztendlich auch genau in der Runde darum, dass Ampere langweilig ist. Und dass man, wird hier auch gerade schon geschrieben. Aber das Kaffee-Ding, das hat er jetzt zum allerersten Mal gemacht, oder nicht? Also das wirkte wie so ein Insider, der sich so durchzieht. Aber wir haben ja die Runden davor geguckt, da war nichts mit Kaffee. Ja, wird hier geschrieben, man konnte quasi nur den Namen battlen. Und das ist dann immer, also ich finde, Zeilen so über den Namen sind dann immer so, Ja, so wie Lunch. Lunch, Digga. Ja, aber bei Lunch ist halt schon eine legendäre Runde, ne? So was. Aber ich habe tatsächlich die Lunch-Hook habe ich in letzter Zeit ziemlich häufig im Kopf gehabt, wo man, tschüss, du Schwanz! Die ist mir so hängen geblieben. Du fliegst jetzt gegen den. Tschüss, du Schwanz! China-Mann. Wollen wir einfach mal weiter gucken? Mhm. Ja, Sally schreibt, könnt ihr immer erst die Runde gucken von den Leuten, die ihr nicht kennt. Ist eine gute Idee, machen wir künftig weiter so. Mir fliegt beide raus. Die Marisha kommt weiter und gewinnt das VBT. Jeder Punkt für dich ist ein Punkt für das JBB. Die Leute sagen, dass die Hinrunde reicht. Du droppst die Runde und verlierst 100 Likes. Ja, es ist halt genau wieder dieses Ding. Es werden hier Wörter gesagt, die man halt einfach nicht in einem Text sagt. So verhohne-piepeln. So... Man sagt es einfach nicht in einem Text. So, ja, aber so ein Scheißwort. Aber dass Dina das sagt, dass ich unterstelle ihm jetzt mal, dass er das mit sehr viel Absicht gemacht hat. Weiß ich nicht. Das war halt ein Zweckreim gewesen, ne? Auf die nächste Zeile. Also. Dafür ist die nächste Zeile aber nicht eingeblieben bei mir. Jenny hat das gerade geschrieben. Nein, für Hohne-People ist es nicht, Jenny. Tut mir leid. Da kommen wir heute mal nicht. Kommen wir heute mal nicht auf einen Nenner. Das ist halt leider nicht so. Weiter gucken? Ja. Ich habe auch gleich aufgegessen. Supergeilen Track für die Rheinberg-Jam und deckst du deinen Auftritt reiz, wenn du die Reime kennst. Hast du im Auto zu viel Gas geschnüffelt, das war ja echt stark. Du sollst alleine auf und machst trotzdem nur Backup. Bei der Show wird das Jungs zum Zirkus Maximus. Stimm an zum Freestyle, das Mikro wird zum Dactylus. Ich best so Gangway Beats, yo, die kommen sogar aus der Hauptstadt. Wow, krass, gib den anderen Partys mal den Laufpass im Ernst, Alter. Ey, wenn du jetzt sagst, du kannst nicht, hab ich ein Argument für dich. S21. Oh, das hat mit am meisten gepuncht, glaube ich. Das wäre, oder? Ja.
Oh, komm noch mal. Aber Dima, du wolltest doch gegen Weenen battlen. Erstmal provozieren und posten, lass ich dir eh nicht sagen, was denn. Was war das eigentlich für eine Location? Das so wirkte wie eine Bucht. Waren das drei Matratzen aneinander? Oder? Er war da richtig in der richtigen Matratzenburg drin gewesen. da bin ich mir ziemlich sicher. Also das Outro fand ich schon okay. Das sah aus wie drei Matratzen. Ja, Mann. So, Leute, ich wollte eigentlich gar nicht mehr essen, ey. Aber jetzt habe ich auch gesnackt. Jetzt hast du voll gegessen. Ich habe zwei Abendbrötchen gegessen. Zwei Abendbrötchen. Ja, guck mal, die Leute sind schon so gut unterwegs, dass hier Punkte reinfliegen. Und die Punkte sehen gar nicht so schlecht aus für die Runde. Also, wir haben hier zum einen 7, 5, 6, 7, 7, 4, 5, 6. Die Frage kurz an Brave New World. Machen wir das mit diesen Punkten? Machen wir das nach der Hinrunde oder machen wir es nach dem Battle? Da kannst du mal ganz kurz was zu schreiben. Ich hatte das jetzt, das hatten wir ja gar nicht genau abgestimmt, damit wir da nicht zu früh einen rausklöbern. Was würdest du in der Runde geben eigentlich? Lass uns das nochmal für später aufheben, weil ja eventuell das noch mit den Points kommt. Wie gesagt, heute Jenny ist das erste Mal. Jenny schreibt für Hundepiepeln von 10, Digga. Für Hundepiepeln von 10, Digga. Mein Güten. Also wir haben hier einen Durchschnitt von 6 Punkten für diese Runde, würde ich sagen, wenn ich das jetzt mal so überfliege. Und das finde ich für die Runde schon relativ gut. Nee, ihr könnt jetzt schon eure Meinung abgeben. Alles klar, dann werden wir... Die Wetten sind schon alle eingegangen. Das wurde schon alles gemacht. Guck mal. Okay, geil. Haben wir alles verpasst. Also, ich fand die Runde nicht so gut. Ich fand das Video fand ich ganz geil. So, das hatte irgendwie den gewissen Flair. Aber ich fand die Audio schrecklich. So, und auch zeilentechnisch war da für mich nicht viel Greifbares mit dabei. Deswegen bin ich so bei einer 5. 5,55, irgendwie so um den Dreh. Ja. Also das Video fand ich irgendwie nice geschnitten. Das hatte irgendwas. Ich weiß nicht genau was, aber das war irgendwie nice. Die Audio war okay. Man hat halt eine Dima-Runde bekommen, so. Ich sehe das eher bei einer 6. Eher bei einer 6, okay. Also ein Ticken besser als ich. Wir haben hier noch voll viele Follows gar nicht vorgelesen, kann das sein? Der Headbanging Koala folgt jetzt. Sergeant geiler Typ. Arthur. Auch ein geiler Typ. Und Mr. Tetris haben wir vorhin auch noch gehabt, den haben wir verpasst. Yannick's Daddy. Ey, schöne Grüße an Yannick, aber sein Vater ist jetzt auf jeden Fall auch am Start, Digga. Benimm dich hier im Chat, Yannick. Dein Daddy ist da. Falk sein Swaggy Nachbar, Digga. Falk sein Swaggy Nachbar. Schmidti Senpai, grüß dich doch mal. Vielen Dank für den Follow. Paukenlauf, liebt die Runde. Ah, guck mal, hier kommen jetzt noch mal ein paar mehr Follows rein. MC Milk und Michael 21 sind auf jeden Fall auch da. Herzlich willkommen, ihr Guten. Ja, direkt die Rückrunde hinterher schieben, oder was? Mhm. Was meinst? Haben wir noch irgendwas verpasst hier gerade? Du hast hier jetzt so gerade gebimmelt, oder was? Das hat hier doch gebimmelt, hat das doch. Gebimmelt, ey. Tokisch 16. Oh, guck mal, The Notorious End ist auf jeden Fall am Start. Grüß dich, Diggi. End auf jeden Fall auch absolute Legende. Servus, Diggi. Schön, dass du am Start bist. So, wir gucken jetzt die Ampere-Rückrunde, wenn es die überhaupt gibt, ne? Ja, doch, die gibt's. Ah, jetzt Ding ist, jetzt haben wir, aber guck mal, von Grund auf sympathisch, der Boy. Eine Runde, die nur 2,28 lang ist. Ist er stabil, oder was? Ja, wollen wir mal hoffen, dass er die Sympathie nicht verspielt. Akku in der Hook. Akku gegen Schliever übrigens die legendäre Hook gemacht. Die ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Zumindest, dass die sehr witzig gewesen war, wenn du dich erinnerst. Mhm. Und ja, dann droppen wir die Runde nochmal direkt rein, oder was? Ja. Ey, Schmidti Senpai, geil, dass du heute das erste Mal live mit am Start bist. Nice. Digga.
Ampere, jetzt Arzt in der Radiologie. Wochenende! Geil! Saufen! Perfekte Arbeit! Ecstasy kriegt durch! Ampere steht nicht für Spannung, ach Mist, wusste ich ja gar nicht. Hätte nie einer gesagt, also wie gut, dass du da bist. Denke, du findest das nicht raus, das gibt direkt mal ein Preisgeld. Doch vor allem findest du keinen guten Reim auf Weinfeld. Was laberst du für Scheiß? 13 Kaffee, um aktiv zu bleiben und dann in der Hook, es würde auch ein Cappuccino reichen. Musst eine Lücke wählen für ein viel krasseres Bild. Trink statt Kaffee das nächste Mal lieber Zielwasser, du Knick. Dieser Ampere allein ist kacke und kein ziemlich gutes Werk. Denn du hast es ernsthaft nötig, die bei Genius zu erklären. So stehen meine doch auf Steintafeln, nach wie die 10 Gebote. Du vergleichst mich schon mit Gott, der Patsch geht tierisch in die Hose. Du bringst du hartes Battle, du bringst Ausreden wie doof. Im Gym verliert man Angriffsfläche, lauf gegen den Strom. Was weißt du denn schon vom Abnehmen, du Dampfwalze? Ich verbrenne Kalorien, weil ich Sand schmeiße. Sieht man die Zahlen, redest du ungeheuren Scheiß. Ich drop die Runde über 50 neue Likes. Jetzt geht mein Job mir doch nur noch mehr auf den Geist. Doch dich zu battlen ist für mich wie Wochenende! Geil! Ich hab die Adi das gedisst, ich hab's doch selber an heute. Statt richtig zu gucken, machst du lieber deine Landsleute. Und nach diesem Hurensohn hast du in deiner Ich hab die Adi das gedisst, ich hab's doch selber an. Und der Zweckreim der Hölle ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen. Kein ziemlich gutes Werk hat er benutzt, auch so Scheißwörter. Er hat auch diese Krankheit. Ziemlich gutes Werk von 10. Worauf hat er das denn gereimt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, ich hab's jetzt auch verpasst. Ich will es ungern nochmal wieder anmachen gerade. Habt ihr den Reim? Hat jemand von euch den Reim? ja. Also, er hat angefangen zu rappen und irgendwer hat im Chat gepostet, puh. Jetzt schon keinen Bock mehr. Und ich habe das sehr gefühlt, diesen Post im Chat. Und dann kam diese große Gemeinheit, diese große Frechheit, klingt nach einer Scotch-Runde aus 2011. Frechheit! Wochenende! Saufen! Geil! Das ist doch dieser Dude, der im Auto sitzt, dieser fette Dude und einfach nur schreit. Das war so ein Meme aus dem Internet. So. Aus dem Internet. Kann ich nicht. Also. Deswegen, das fand ich dann noch. Hund ist langweilig wie lesen, Malte. Hund ist langweilig wie lesen. Legendäre Zeile. Hans Entertainment war es nicht gewesen, aber das ist einfach so ein Dude. Dafür ist vielleicht auch der Lapsch-Emote. Der erste Lapsch-Emote. Der erste Lapsch-Emote fliegt hier mal eben rein. Also, wenn ihr hier subscribed habt, könnt ihr natürlich auf unsere wunderbaren Emotes zugreifen. Das ist zum einen der Lapsch-Emote, ich poste mal eben rein hier. Wenn ihr etwas läppisch findet, dann haben wir noch den Giftig-Emote. Der Giftig-Emote wird gepostet, wenn etwas richtig schön giftig, heiß, nice ist. Und wenn man irgendwas schwer nur aushalten kann, dann gibt es den Pustetamo. Der Pustetamo ist dann auch noch da. Quasi so in die Richtung, ne? Mhm. So. Ja, also die sind auf jeden Fall da. Ich finde das irgendwie so ein bisschen nichtssagend. Alles so ein bisschen zusammengewürfelt, auch das Video, weiß ich irgendwie nicht so, der Bademantel ist halt, da hat man sich einfach gedacht, so, oh, wir machen jetzt irgendwas Außergewöhnliches, ja Digga, dann laufe ich halt das ganze Video mit dem Bademantel und einer Sonnenbrille rum. Ist jetzt nicht so, dass ich das nicht auch in irgendeinem Video schon mal gemacht hätte. Ich weiß gar nicht mehr genau wo, aber es gibt ein Video, wo ich auch nur im Bademantel rumrenne. Und genau aus diesem Grund, ey, kein Plan, Digga, was wir jetzt machen. Ich ziehe jetzt einfach einen Bademantel an, so. Rappt halt einfach so lala. Lala. Ist halt alles sehr so Mittelmaß. Das ist nichts voll, Außergewöhnliches. Es ist so richtig, weißt du, so. Nichts Markantes. Du hast so ein Gefäß mit Wasser, so, und du weißt nicht, ist es ziemlich kalt oder ist es so richtig, richtig heiß, und du hältst so deinen Finger rein und merkst so, boah, ist richtig lauwarm. So arschlauwarm. So, und das ist für mich so diese Runde so, jo, ja, so. Wollen wir weiter gucken? Ja, ich will auf jeden Fall nachher nochmal das Intro gucken, was Brave New World für uns gemacht hat. Ja, 50 neue Likes, jetzt geht mein Job mir doch nur noch mehr auf den Geist. Doch dich zu battlen ist für mich wie Wochenende! Geil! Ich hab die Adi das gedisst, ich hab's doch selber an heute. Statt richtig zu gucken, machst du lieber deine Landsleute. Und nach diesem Hurensohn hast du in deiner Haut verkackt, weil die Firma ihren größten Umsatz doch in Russland macht. Du bist hier der Kevin Numongo, wenn du
du den Spaß nicht checkst. Warum nehmen die Jungs ne Puppe mit, die meinen Partner rappt? Wieder so ein Stromwitzlauch, der mir über den Weg läuft. Dann pierst du dope, Alter, nehm ich lieber E-Joint. Der Metzler feiert, dass du meinst, du sollst kein Dreck quatschen. Egal was hat er macht, das ist das Gegenteil von wegrassen. Der BRT sickert für mich über krassen Wert. Denn in Sachen Rap hättest du da sogar was gelernt. Wenn's VWT und JBB, dann ist es ja pure Logik, dass jeder der besser reimt, im Unkehrschuss ein Julien Sohn ist. Ich wollte Stromwitz honk, nicht mal zu den Trafo locken. Denn mit einem starken Akku kann ich dich auf Trato schocken. Ich hab einmal überlegt, ob ich nicht etwas Russisch lernen möchte, worauf will ich einfach ein paar fiese Wörter nachgeschlagen habe, damit ich so Zucker blitz und du es eine bis man sagen kann, die dir nachholen oder so. Wär ja so schön, wenn du nach Miami geflogen wärst, da gibt es jetzt die Homo-Ehe. Ohne Scheiße darfst du heiraten jetzt. Du und Schlieber, ihr habt was gemeinsam. Sex. Und zu der Reinweg-Jam, der Scheiß ging voll daneben, weil fahrt mal deinen Kameramann. Ja, aber Akku hat das irgendwie gleich schon so gemacht, so meine Aufmerksamkeitsspanne ist so gleich von 1 auf 4 gegangen, so, wenn man es auf so einer Skala von 1 bis 10 betrachtet. Ist gleich auf jeden Fall ein gutes Stück höher gegangen, so. Er hat es irgendwie mit einer besseren Finesse gemacht. Ihr habt was gemeinsam, Sex, finde ich gut. Die Line ist gut. Ja, ja. Ich dachte erst bei dem Aufbau, was kommt jetzt? Ja. Da ist die Homo-Ehe, dann kann ich mal hingehen, heiraten. Naja, aber die letzte Line, die hat mich geholt. Ja, ja, fand ich auch gut. Flutschi34 sagt, schneidet Johnny sich bald wieder die Haare? Ich hoffe nicht. Ich hoffe ja nicht. Wir lassen uns nochmal kurz zu Ende laufen und dann bitte ein Fazit. Ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, wie ihr die Runde so findet. Gufa, grüß dich. An den lieben Maimo Kai, du hast falsch recherchiert und warst da ja nicht eingeweiht, doch der war ja auch am Start, so viel zum Alleine sein. Was hat er da eingeblendet? Das war halt auf jeden Fall ein krasser am Start, so viel zum Alleine sein. Hip-Hop-Konzert plus Party. Ey, und da war ich nicht nur alleine, Digga, da war ich auch mit Leuten, weißt du, wie ich meine. Da war ich auch alleine. Eintritt 4 Euro, Digga, das muss ja eine heftige, fette Party gewesen sein. Rein weg. Ja, Digga, aber wer von uns hat noch nicht auf so einem... Wir haben so eine Konzerte veranstaltet, Malte. Ja, ja, klar. Deswegen, also die genau das sagt mir sehr, sehr viel hier. Sagt mir richtig viel. So. Ja, aber das weißt, war schon wieder so ein viel zu ernst genommener... Konter, also ich war gar nicht alleine hier. Guck mal, auf dem Flyer waren noch Leute. Ja, aber Maria's Ballroom. Man weiß Abend. Ganz genau, wie diese ein Jam nicer abgelaufen Dude, ist. Ein so. Richtig krasser. Also Dailo hat 8 Freunde, MOK hat 8 Freunde, Ampere hat 8 Freunde und davon sind so Überschneidungen auf jeden Fall dabei. Das heißt, am Ende waren so 25 Leute bei der Jam gewesen. So, und die waren am Start. Ja, es ist voll schwer, sich nicht auf den Chat zu konzentrieren. Ich bin dann immer voll in der Zone. Ich kann nicht so multitasken. Sorry, Leute. Marcel BVT sagt, BVT Jam in Flensburg. Ging auf jeden Fall in die Richtung. Das war eine schöne Veranstaltung eigentlich gewesen. Es hat Spaß gemacht, ey. Aber ihr kennt auf jeden Fall, jeder von euch kennt diese Jams und weiß auch, dass sich da viel zu krass drauf vorbereitet worden ist. Und alle haben sich irgendwie drauf gefreut. Ja, an der Stelle könnt ihr Dusi auf jeden Fall alle mal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag wünschen. Alles Liebe, Diggi, zum Geburtstag. Happy Birthday. Happy Birthday. Ist er im Chat? Nö, aber hier wurde gerade geschrieben, dass er herzlichen Glückwunsch können wir auch einfach mal so in unserem Chat ihm gratulieren. Mal einen Glückwunsch aussprechen. Spaß an guten Jams. Was meinst du? Also die Rückrunde ist auf jeden Fall nicht stärker als die Hinrunde. So. Ja. Wenn man es allein die Videos vergleicht, Dimas Video stärker. Dima hat auch einfach eine bessere Betonung. Man kann ihn besser folgen. Das ist ja alles so im Einheitsbrei verschwommen. Ich habe keine Line davon behalten, was er gesagt hat, außer, dass er Adidas trägt. Und dass er halt nicht nur alleine auf dem Konzert war. So. Für mich ist das schon ziemlich... Banane. Mhm. Ich gebe dem eine 3,5. Eine 3,5. Ja, 3,5. Ich glaube, das macht auch keinen großen Unterschied mehr. Die Runde ist es halt nicht. So, also ich bin auch irgendwie bei einer 3,5, irgendwie so um den Dreh. Eine 4 ist es definitiv nicht. Die Akku-Hook, man sagt ja immer, nein, also die Hooks dürfen nicht mitbewertet werden. So, die Hook war auf jeden Fall schon besser als eine 3,5. So, das ist schon klar. Ja, auf jeden Fall würde ich hier den Punkt bereits an Dima für diese Seite geben. Ne? Mhm. Sind wir, glaube ich, beide. Klar. Beide auf jeden Fall am Start.
Ja, ey, wir haben gerade 200 Zuschauer hier geknackt. Was geht hier überhaupt schon wieder ab? Ey, schön, dass so viele Leute am Start sind. Geil, dass ihr auch Spaß am guten Rap haben wollt. wir gucken uns das hier alles schön an, ey. Das wird super. Ich sehe hier gerade, hier fliegt gerade noch eine kleine Doni rein. Gucken wir uns das doch mal an. Boah, Alter, Tuharis, was geht hier eigentlich ab? Hab euch wiedergefunden. Hab mir in einer Nacht den kompletten YouTube-Channel reingebratzt. Ihr seid Kindheitsidole. Ich freue mich auf das, was noch kommt, Liebe. Alter, Tuharis, haut hier 50 Euro raus, Digga. Ganz, ganz, ganz viel Liebe und vielen, vielen Dank für dieses großzügigen Donate hier. Tuharis ist auf jeden Fall zu heftig. Ja, zu heftig, Digga. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Geil, Mann. Ja, Mann, freut mich auch mega, ey. Krass. Ist auf jeden Fall auch eine Ansage, sich den YouTube-Channel reinzuballern, weil so ein Stream geht ja schon richtig lange. So. Ja, Digga, vor allem, ich finde es richtig geil. Wer ist heute zum ersten Mal am Start? Wer war bisher noch nicht da gewesen? Wirklich Ehrenpaladin. Ehrenpaladin wird hier gerade im Chat geschrieben. Richtig, richtig heiß. Wer ist zum ersten Mal da und wer kommt von den YouTube-Videos? Also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen, dass bei den YouTube-Videos sich auch schon so eine kleine Community entwickelt hat, die da viel am Kommentieren ist und am Beschnacken ist und so. Ich finde es auch geil, dass da nochmal ein bisschen diskutiert wird und so. Ey, geil, guck mal, da kommen ganz viele Ichs reingeflogen. Geil, Mann. Voll schön, wie das funktioniert. So von YouTube Transferierchen, Bierchen ab in den Stream. Und jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir alle gemeinsam hier. Guck mal, jetzt können wir uns auch alle nochmal hier ein bisschen betatschen auf Corona-Basis, finde ich super. Und ja, sehe hier gerade, ich habe mir auch alle Streams im Nachhinein reingezogen. Geil, Mann. Also Tube-Paladine. So viele Tube-Paladine transferieren jetzt hier zu Twitch-Paladin. Das ist doch einfach nur eine Wucht, sag ich mal. Ne? Wollen wir direkt... Das ballert, ey. Hier wird auch schon wieder reingebündelt. Tuharis haut 50 Euro als Donate raus und followt danach erstmal rein. Also, da bist du ja noch gar kein Follower gewesen. Ey, vielen, vielen Dank, Diggi. Ja, Leberhaken, Rasengarn. Oh, Rasengarn. Ist auf jeden Fall Naruto Gang for Life. Okay, da bin ich dann raus. Nerdshit. Geiler Typ. Schön, dass du followst. So, ohne Scheiß, wenn ich hier irgendwas überlese oder wenn wir hier irgendwas überlesen im Chat, tut uns leid, dass die fliegen hier ja gerade einfach nur so rein und wir müssen ja nebenbei auch so ein bisschen noch Videos gucken, ne? Ach, was wir heute noch gar nicht angekündigt haben, Diggi, haben wir natürlich bei Instagram schon geschrieben, aber heute passieren noch richtig, richtig schöne Sachen. Also, Der Nasenpaladin. Ich war auch gerade so, sollte ich das? Das hätte ich jetzt nicht tun sollen eigentlich. Du hast gerade gedroppt im Stream, hast du so. Ja. Krasser Typ. Ich war so, die Sucht hat reingekickt und dann war ich so, oh, schnell. Das wird bestimmt ein Meme im Internet. Das kommt bestimmt in den Fernseher im Intro. In den Fernseher. Bitte nicht, ey. Marcel BVT. Marcel BVT wieder auf Gönjamin-Basis unterwegs und gibt Tuharis. Dem großen Gönner. Erstmal ein Stufe 1 Abo. Wird hier direkt verschenkt. Vielen Dank an Marcel. Geil, Mann. Sehr gut, sehr gut. Da auf jeden Fall ein dickes, dickes Dankeschön für schon wieder. Ja, hier geht einfach zu viel ab schon wieder. Was ich jetzt gerade erzählen wollte, bevor es hier gerade weiterging. Wir haben organisiert, dass wir heute um 23 Uhr die Premiere von Pimpf schauen. Pimpfs neues Video soll ein richtiger Kracher auf jeden Fall werden. Und wir können uns das hier um 23 Uhr live wieder in der Premiere anschauen. Dieser Premierenmodus, der bockt ja auf jeden Fall auch immer. Deshalb haben wir direkt um 23.30 Uhr die nächste Premiere sogar auf unserem YouTube-Kanal. Mavo und Kali droppen die neue Single, ist auf jeden Fall auch ein schönes Brettchen geworden, so. Das fahren wir uns auf jeden Fall auch rein. Dazu um 23.45 Uhr die neue Single von Das W mit dem Song Warten. Auf den Song warte ich wirklich schon seit, ich glaube, 4 Jahren oder so. Ich kenne den schon seit Ewigkeiten und liebe den seit Ewigkeiten. Und jetzt kommt endlich der Song plus Video raus. Das wird einfach nur geil, ey. Leute, für diesen Content, den wir uns heute hier alle gemeinsam reinfahren können, bitte einmal ein paar giftige Emotes hier rein, weil das werden 3 richtig saftige Videos, die wir neu schauen können. Das wird einfach nur geil. Und hier wurde gerade mehrmals im Chat erwähnt, dass Pimpf gerade nur Bretter baut. Ja. Und wir haben uns auch darüber unterhalten, bevor der Stream angefangen hat.
Ich meine, wir kennen Pimp persönlich, ne? Aber der Typ ist einfach nur am Rasieren gerade und das macht richtig Spaß, dem zuzugucken und zuzuhören. Von daher einfach wünschen wir ihm nur das Beste und ich freue mich auch richtig auf jeden Fall auf das Video nachher. Ja, also haben wir vorhin tatsächlich gerade drüber gesprochen, als wir uns nochmal Babsi Bars hier von Pimpf reingefahren haben. Pimpf zurzeit einfach zu krass am Rasieren. Definitiv einer meiner Top-Lieblingsrapper zurzeit, die ich mir immer gerne reinfahre, weil da kommt einfach so viel Output und auch so richtig Hard Stuff, würde ich mal sagen. Jetzt einen richtig eigenen Stil gefunden. Und das schiebt mich einfach zu sehr. Deswegen freue ich mich krass auf das neue Video. Kiko hatte mir vorhin auch schon gesagt, er ist damit im Video mit dabei. Wir können uns auf jeden Fall krass auf das Video freuen, weil das sehr, sehr Ich geil bin wird. Dabei. Ihr könnt euch richtig freuen. Ich, so. ich, Ey, ich, ich bin und auf ich bin jeden Fall auch auch im dabei. Video. Das wird Und richtig heftig. Ihr könnt euch mal richtig freuen. Das So. wird Also das heftiges Video. Nein, so hat er es natürlich nicht gesagt, aber er kennt das Video und er ist dabei und es ist ein richtig heftiges Video, doch, er hat es gesagt. Ich bin der Kiko und ich bin auch dabei. Pimp hat auch Spaß am guten Rap, deswegen passt das auch alles. So, Leute, wir gucken mal die Runde von Ampere, die Hinrunde. Wir sind ja hier, um ein bisschen VBT-Runden zu gucken. Und nicht nur den ganzen administrativen Kram hier rauszuklöbern. So, guck mal, die Runde sieht schon mal krass nach einem VBT-Video aus. Sammelmann ist Emote, Das ist Ampere gegen Dima Richman Achtelfinale. Und ja, neuer Beat, neues Glück. Eine 4-Minuten-Runde, schon mal nicht so geil. Freut euch wieder auf den Beat, schreibt Slav. Och Mann, ey. Gefühlt langweiligste Runde aus dem gesamten VBT 2015. Okay, nice. Oh Mann, ey. Warum spoilert ihr denn immer so? Mann, ihr Schweine, ey. Ja, wollen wir reingucken? Ja, grinden wir mal rein. Moin Leute, Prost Leute. Ja, ich höre den Beat, ey, den, da hat Kalli auf jeden Fall auch schon eine Wir haben schon Runde. Mehrere drauf gerappt, das ist auf jeden Fall so ein richtiger Rappers in Free Beat. Guck mal, hier wird gerade König der Wale sagt anderthalbfache Geschwindigkeit. Ich würde sagen, diese anderthalbfache Geschwindigkeit können wir auch überspringen. Wenn wir jetzt nach 2 Minuten sagen, wir haben genug gesehen vom Ampere. Dann machen wir hundertfache Geschwindigkeit. Dann machen wir hundertfache Geschwindigkeit und wir machen das so richtig. Gehen direkt ans Ende. Machen wir so richtig schön aus, ey. Nicht über los, sind keine 400 Euro. Nein, wir machen dann einfach aus, weil wir da Also, keinen Bock drauf die haben. Erste Zeile, die da steht, finde ich schon mal schwierig. Ja. Ja, guck mal. Die Runde ist ein ziemlich gutes Werk, Digga. Was steht drin? Sorry, bin ich Fame genug für Werbung? Okay. Bin aber trotzdem der bessere Also Rapper. erstmal, das ist eine Hinrunde. Warum schreibt man sowas in seiner Hinrunde? Also, wenn jemand was schreiben würde, dann würde ich sowas machen, um zu kontern oder so. Aber wer setzt sich hin und sagt, ja, das muss ich jetzt unbedingt da reinschreiben, bevor das Video anfängt? Also, das muss auf jeden Fall erwähnt werden. Oh Gott, Leute. Shindy wird sagen, Krasses Junge, das Logo sind hat er auf jeden Fall. Statements. Ja, krass an seiner Uni gedreht, auf jeden Ah, erstmal provozieren und posten, lass ich dir eh nicht sagen, was ein Blöd. So wie du im Podcast noch gesprächig warst, denn da schimpfst du mich als ein Geheimfavorit. Das war schmeichelnd und lieb, doch unterstreicht das Prinzip eines wacken Schauspielers, der hin und her gerissen scheint zwischen lustigem Stil oder energisch. Digga, es war schmeichelnd und lieb. Schmeichelnd und lieb? Hat er das gesagt? Ja, ich glaube schon. Er hat voll den Retalk gedroppt, so nach dem Motto, ja, Digga, du hast im Podcast über mich geredet und das war voll schmeicheln und lieb, Digga. Sprung mal bitte wir zurück. Wir müssen jetzt nochmal kurz du warst, das war schmeicheln. Ich hab's auch, sowas in der Art habe ich auch gehört. Ist schon süß irgendwie. Erstmal provozieren und posten, lass ich dir eh nicht sagen, was ein Blöd. So wie du im Podcast noch gesprächig warst, denn da schimpfst du mich als ein Geheimfavorit. Das war schmeicheln und lieb, doch unterstreicht das Prinzip. Eines Wacken Schauspielers, das ein und her. Zwischen lustigem Stil oder energischem Verbleib. Im Turnier, doch letzteren hast du nach Rest.
Klassischer Dima, schmeichelnd und lieb. Digga, er ist so süß, der Boy, Digga. Dr. Seutberg, danke für den Prime-Sub. Vielen, vielen Dank. Ausflug abgelegt, hast wohl gemerkt, dass dir die Saat von Lack nicht steht. Und wäre viel nicht ausgestiegen, wär für dich schon Knappenduster. Reduziere dich auf was du wirklich bist, Lucky Loser. Kopierst sie alle, probierst manisch alles aus. Wolltest wohl eher auf Kunst des Mikens statt auf Badewanne rauf. Woher ich das weiß, ich brainstormt in echt lange Zeit. Dank der Track bist du Lappen, Zitat, der Rap kann's nicht sein. Doch die Nummer kann auch irgendwie dein Arsch. Retten. Denn ohne eigenen Style kann dich da keiner nachhelfen. Du schreibst dich an, möchtest Infos haben. Wird manches Idee so ein Fall bestimmt zu rasen. Und du denkst, ich vermagst dir nur bedingt zu schaden. Noch gegen mich zu battlen ist wie gegen Wind zu fahren. Doch das ändert nichts dran, dass du ein paar Daumen kriegst. Der nächste VBTler, der gleich zweimal rausfliegt. Ziemlich guter Grund dafür, naja, ich brauch nicht Stimmen zu imitieren und zu sagen, dass du ein Lauch bist. Und bist du mal du selbst, er pusht dich für gewöhnt. Also die Hook klingt so richtig wie gewollt, aber nicht gekonnt. Ja, pff. Also es gibt. Also man hat das Gefühl, dass man wusste, wo er hin wollte damit, aber irgendwie. Ja. Aber mal ganz im Ernst. Digga, das ist wie gegen den Wind fahren, gegen mich betteln, Digga. Ja. Ja, das ist so richtig betteln gegen Windmühlen. Digga, aber Digga, es gibt doch mich viel, zu viel. Betteln ist wie gegen den Wind fahren, Digga. Aber man muss doch auch einfach sagen. Es gibt doch viel, viel schlimmere Runden so. Ja, finde ich auch. Also, ich finde tatsächlich, das ist. Es ist der doch, wirkt irgendwie so ein niedlicher Boy. So. Ich kann ihn halt als Battle-Rapper nicht so ernst nehmen. So. Wie netter, schmeichelnd lieber Typ so. Aber man kann dem halt schon folgen. Ich finde es jetzt nicht so mega, mega schlimm, so wie es auch im Chat irgendwie hier so ein bisschen mitgeteilt wird. Aber es ist halt nichtssagend. Farini schreibt ja auch gerade, es ist nicht schlimm, es ist halt nichtssagend. Und wir waren ja letztes Mal bei so einem Thema gewesen, ich finde Runden immer besser, wenn sie nicht nerven so. Und die Runde nervt mich jetzt nicht so mega doll. Nee, das ist genau wie bei der anderen Runde, wenn du so ins Wasser fährst, merkst du. Ist lauwarm. Genau. Dann steckst du langsam so die ganze Hand rein und denkst so, ja, es macht nichts mit mir. Es macht nichts mit mir, es ist einfach nur lauwarm. Man ist da. Es existiert halt, genau. Kameran schreibt gerade, es existiert halt. Ja. Ich würde sagen, wir gucken nochmal bis 2 Minuten 30, schauen wir mal, ob da noch ein bisschen mehr kommt. Ja. Und ansonsten. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass ich skippen muss, wenn ich ganz ehrlich okay, bin. Okay, gut. Bin ich keiner. Hier wird gerade nochmal eine Abstimmung reingehauen, was wir nach Dima gegen Ampere schauen. Könnt ihr vielleicht schon mal reinschauen, wenn ihr Bock habt. Und wir gucken jetzt erstmal nochmal Ampere weiter. Der Pöbel feiert nicht den Richmond, sondern Grönemeyer. Schön geleiert, bringst nochmal zu schwacher Kretin. Wäre ich so schwachsinnig wie du, gäb's hier den Aber-Refrain. Auf einem Bärenfeld zu liegen und die Kamera dumm anzuschwulen, nennst du Battle, da kriegst du da halt damit Angst zu tun. Für Kohle in Producing zu stecken, für bessere Audios kaufst du dich seine Hemden, in denen du nur noch fett aussiehst. So eine krasse Verschwendung, doch sonst wirst du durch Erlös geläutert. Wenn ich dein Image schlecke, tut bald die Vermögensteuer. Was wäre ein Rich Man ohne? Ich hab Geld gewechselt. Zeig ich dir, ich komm mit nem Allzeit. Du dein Fake-Beschützer, das ist Real Talk. So wie dein Real Talk, dass du abbestichst. Und die gespielte Arroganz, als selbst es dir ne Klatsche gibt. Einfach mal verdrängen, dass das Glück einem in die Karten spielt. Aufgesetzter als ein Jasper, was anderes warst du nie. Du schreibst dich an, möchtest Infos haben. Wird manches Idee so ein Fall bestimmt zu rasen. Und du denkst, ich vermagst dir nur bedingt zu schaden. Noch gegen mich zu battlen ist gegen Wind zu fahren. Doch das ändert nichts dran, dass du ein paar Daumen. Womit fährt man mit dem Auto gegen Wind? Das macht ja dann eigentlich nicht so viel aus, oder? Also wenn du jetzt mit dem Auto gegen Wind fährst oder jetzt mit dem Fahrrad oder auf dem Einrad. Also ich finde, das macht generell nicht so viel aus. Also, mit dem Fahrrad gegen Windrichtung zu fahren, ist schon gut anstrengend. Ist zwar unangenehm, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich da nicht losfahre, weißt du? Nee, man fährt schon weiter. Und man kommt halt auch an. Ankommen tut man am Ende auch, ja. Ja, ist halt nur ein bisschen unangenehm auf dem Weg, so. Diabolo schreibt gerade, wer hat den Beat noch benutzt? Bestimmt 100 Rapper. Kali unter Umständen auch schon einmal irgendwie 2013 oder 14 in einem Battle. Tamo der Windpaladin. Kriegst den nächsten VBT, der Rap zweimal rausdreht. Ziemlich guter Grund dafür, naja, ich brauch nicht Stimmen zu imitieren, um zu sagen, dass du ein Lauch bist. Ich mach seit 3 Jahren Battle Rap und meistens sind's im Zeitvertreib. Bin meinen Sie eine Kleinigkeit für deinen Sieg, doch schmeiß dich. Also, es ist einfach immer ein Eigentor zu sagen, wie lange man rappt und wie lange man Battle Rap macht. Und
Ich würde es ja feiern, wenn er jetzt sagen würde, ich rap seit 2 Wochen. Dann würde ich sagen, richtig dope, Digga. Würde ich sagen, das ist schon dope für 2 Wochen. Für 2 Wochen ist schon krass. Für 2 Wochen ist krass. So. Deswegen auch so mit Video, weißt du, du hast es hingekriegt, einen vernünftigen Text zu schreiben und so. Du rappst jetzt seit 3 Jahren. Jetzt so, wenn man das jetzt mal so Skill und Zeit so gegeneinander aufstellt, würde ich eher sagen so, ja, Digga, das ist schon, ist halt normal. So, ist halt, nicht muss, außergewöhnlich. Ich muss halt immer an die Johnny-Line denken, so gegen Monkey See, Monkey Do. Ja, du rappst 10 Jahre, aber 10 Jahre wie ein Opfer. Ja, guck mal, hier, das schreibt hier auch gerade jemand, hat Tune gesagt, ja. Du rappst 13 Jahre, aber seit 13 Jahren wie ein Opfer. Ja. Ah, ich denke da eher an Johnny. Guck mal, jetzt fliegt hier gerade noch mal eine Donation rein. Gucken wir doch mal eben rein. Leute, was passiert denn hier heute? Alter Dicker, Schwede, Mann. Mr. Tetris, drop die größte Doni nach Zuhares jetzt hier. 69,69 Euro. Die Zahl ist Programm. Digga, was geht, Alter? Vielen, vielen Dank für diese großzügige Doni, Alter. Hier passiert ordentlich mal was, was hier unseren Donation-Ziel angeht. Guck mal, was haben wir denn hier jetzt für eine Zahl? Die Leute rasten aus. Und ey, weißt du was? 28. Ich glaube, ein paar Leute haben schon Gehalt bekommen. Ich habe heute auch Geld bekommen. Du hast Gehalt bekommen, ja. Aber das ist doch einfach mal... Ey, vielen Dank. Vielen Dank. Richtig geil, so. So mega, mega groß. 69, auch einfach eine geile Zahl. Da auf jeden Fall mal ganz Liebe nochmal, ganz viel Liebe nochmal im Chat für den Brudi Mr. Tetris 69. Haben wir auf jeden Fall hier auch schon häufiger gesehen. Geil, dass du wieder am Start bist, Mann. Vielen, vielen Dank. Der Gehaltspaladin. Ja. So, wollen wir... Wir wollen diese phänomenale Runde. Nichts Gehalt, die Dispo-Paladine, Digga. Ja, aber hattest du auch... Also für mich wirkt das wie so eine Phase, durch die jeder Rapper mal gegangen ist. So. Das ist so eine dünne kleine Kette, eine Lederjacke. Digga, es gibt von mir auf jeden Fall auch aus 2010 so eine Runde, wo ich den Lederjacke-Tragenden mit Haare hochgegelt gemacht habe, so. Ja, ich hatte auch früher auf jeden Fall... Ein bisschen böser. Ich hatte auf jeden Fall immer kein Geld, Digga, aber dafür eine schöne Königskette oder so, ja. so eine schöne Uhr. Auch, aber original auch nichts gegen Ampere, der ist mit Sicherheit ein netter Dude, so zu 100%. Und es wird die ganze Zeit hier im Chat geschrieben, dass das ein legendärer dritter Part sein soll, den wir brauchen für die Rückrunde. Leute, was passiert hier denn jetzt? Ist hier irgendwas schon wieder reingeflöbbert? Hat hier wieder wer gebimmelt oder was? Ja, ich kann das so nicht stehen lassen, sagt der gute Koch und droppt hier nochmal 5,31 Euro. Ja, aber warte. Davor kommt Vasuzu mit 30,31 Euro und sagt, ich muss wieder glatt werden. Das geht auch so nicht. Digga, was passiert denn hier? Vasuzu auch schon wieder viel zu großzügig hier mit 30,31 Euro. Zieht einmal alles glatt. Aber was ist denn jetzt der Betrag? Was ist denn... Warum ist das so ungerade? Warum ist denn das so? Was juckt euch denn da alles so? 45531. Wahrscheinlich hat der gute Koch jetzt. Oh, da wurde direkt wieder ausgeglichen. Der gute Koch macht glatt. Mit 4,69. Jetzt haben wir 460, 46% vom Donation-Ziel. Leute, heute rastet ihr aber mal so richtig aus. Okay. Aber 460, 46,00. Das ist eine schöne Zahl, die fühlt sich gut an, weißt du? Und mit dieser wunderbaren Zahl. Ey, vielen, vielen Dank für die Donates. Ich weiß gar nicht, wie ich mich dafür bedanken soll. Das ist viel zu krass. Danke. Du auf nach 15 Jahren noch einsilbige Reime schreibst. Aktionen für komplexes Denken scheinen bei dir nicht weit verzweigt. Details vertiefen meid ich, weil vielleicht schon dieses Beispiel reicht. Es zeigt mir hier ein kleiner Reiz mit Highspeed, die Mars Geist erreicht. Der implizit, was fällt mir heute für Scheiße überreiche ein. Dann sitzt du da mit deinem Glas feingeblichen weißen Wein, bist voll am Überlegen und was treibt New Week Leipzig Line. Es scheint es ziemlich leicht zu fallen, nichts Gutes abzuliefern und doch das Gefühl zu wahren, einfach tierisch geil zu sein. Halt mal lieber leise dein Ball flach, übertreib nicht gleich. Ich toppe deinen Rapperlei mit eingeübter Feinarbeit. Wenn du wirklich so ein guter Juror warst, dann weißt du, ohne rum zu diskutieren, ich ziehe weiter in die Finals ein. Statt so einer Theatershow verbreite ich hier einen Meilenstein und scheiß kurz auf die Hooks, sondern zerreiße die mit weiteren Zeilen und bald versiegt der Meisterhai. Denn hier steht deine Person für Ambivalenz, so wie ein Mike-Stativ am Kaiserlei. Und auch dein kleines bisschen Flow bleibt der weaker Einheitsbrei. Steck dich aus, weil ich... Was hat denn da für Wörter? Was sind denn das für Wörter? Also die Leute rasten hier auch richtig auf den... den Reimketten-Paladin. Der Reimketten. Also da erkenne ich mich auch mal schuldig, vor allen Dingen früher. Ich habe viel zu oft viel zu viele Reimketten gemacht und mich darin verloren. Und es ist einfach aus heutiger Sicht meines Erachtens
fast immer wack. Also es ist sehr selten, dass jemand eine Reimkette so richtig geil an Start hat, die durchgehend Sinn ergibt, die keine Kompromisse hat, wo man sich regelmäßig denkt, uff, krass. Meistens ist es so, oh, da ist ein Zweckreim und da habe ich das irgendwo gestreckt und ja, da ist hier noch das. Ich erinnere mich auf jeden Fall dran, dass du sowas auf jeden Fall gemacht hast. So. Danke. Auch im VBT noch so, und da habe ich auch gedacht, so, ja, sind auch Zweckreime mit dabei. Zweckreime sind auf jeden Fall da. Ja. Aber also das war auf jeden Fall auch, ja, besonders halt früher, irgendwie hat man sich geil gefühlt, wenn man voll viele Substantivreime gefunden hat. Ja. Das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben, heute, dass das wack war. Mr. Tetris bettelt hier auch nochmal ein zurück und sagt 6,69 Euro obendrauf, jetzt sind wir bei 466,69,4667. Die Zahl ist auf jeden Fall auch schön. Ist schön, aber also so richtig monkig rund ist die auf jeden Fall nicht. Der gute Koch gleich wieder aus. Macht daraus eine 4. 4 Euro. Oh, der gute Koch wird wieder überholt. Von der Laserpistole mit 2,73. Ich brauche eine Aufsichtsperson. Jetzt drehen sie alle durch, ey. Also, König der Wale, Laserpistole, der gute Koch. Ihr schiebt jetzt hier gerade ordentlich einen rein, ey. Danke für die Donates, Digga. Aber muss man auch sagen, so richtig glatt ist das jetzt auch nicht, ne? Also, ich weiß nicht, was ihr euch da ausgerechnet habt, aber... Vielleicht wird das noch glatt. Es sieht auf jeden Fall so aus, als würde es noch glatt werden. Genau, wird hier auch gerade nochmal angezeigt. König der Wale macht hier auch nochmal 10 Euro. 10 Euro. Ey Leute, 1. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ja. Heute rastet es ja einfach nur aus. Und das wahrscheinlich auch einfach nur wegen dieser überkrassen Reimkette. Wegen der überkrassen Reimkette, die der Ampere gedroppt hat. Und wir müssen auch nochmal ein Stückchen zurück machen. Müssen wir das? Denn hier da steht deine Person für Ambivalenz, so wie ein Mike steht hier vom Kaiserlein. Und auch dein kleines bisschen Flow bleibt der Weaker Einheitsbrei. Steck dich aus, weil ich bei weitem einfach viel mehr Eifer zeig. Alles von dir angesehen, um zu gucken, ob hier ein Part von dir so gut war. Aber zeigt da viel mehr keiner ein. Ist das Lübeck? Kann das sein? Ja, ne? Ja, ist so. So jeden Fall also hübsch. Kann, hübsch. Also ja, Tamu gegen Komagan, ja, da habe ich das gemacht. Ich habe es aber auch gegen Lance Butters gemacht. Ich habe es halt auch teilweise gegen Weekend gemacht. Das war auch ein schlimmer Fehler. Ja, der Reimkettenpaladin. Also ich fühle seinen Schmerz. Mit ein paar Jahren mehr in Erfahrung kann ich sagen, den Part hättest du auch lassen können. Ja. Also wir können das die ganze Runde jetzt auf jeden Fall auch nochmal gucken, wenn ihr wollt. Schmeicheln und lieb von 10. Das war Schmeicheln und lieb, Digga. Schmeicheln. Das war schon eine krasse Line. Wie du mich damals im Podcast erwähnt hast, das war Schmeicheln und lieb. Was würdet ihr denn dafür für Punkte verteilen? Also ich fand die schon nicht so stark. Ich bin so bei einer 3 weiterhin. Ich bleib bei einer 3-Punkte-Vergebung. Vergeben und vergessen ist hier nichts. Also ich muss sagen, ich habe ja bei der anderen, bei der Rückrunde habe ich 3,5 gegeben und die Rückrunde fand ich deutlich wacker als das gerade eben. Stimmt eigentlich, ne? Also stimmt. Ich gebe ihm, du hast recht. Man konnte das schon gucken. Das war jetzt nicht so schön, aber es war jetzt auch nicht störend. Ich gebe ihm mal eine 4. Komm. Eine 4. Okay, aber du hast eigentlich recht, die Hinrunde war besser als die Rückrunde gewesen. Ich stocke auf 4. Der gute Koch haut hier nochmal 2,26 Euro raus für die gerade Zahl. Ey, danke, Mann. Mattel Force donatet hier mit 5 Euro raus. Ein entspannter Moin Moiner geht raus. Ey, vielen, 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 vielen Dank. Ich höre es nur bimmeln hier. Es bimmelt und bimmelt und bimmelt. So, jetzt bitte alle nur noch rund donaten, wird hier gesagt. der Rap ganz gut, aber der Text ist Schmodder. Ich würde auch sagen, also der Rap ist jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Er rappt halt auch erst seit 3 Jahren. Das wissen wir jetzt aus ich finde, drei Jahre ist aber auch schon relativ lang. Also man muss jetzt schon sagen, dass 3 Jahre jetzt nicht so kurz ist. So. Also ich finde, er rappt für 3 Jahre entsprechend. Meinst du? Also das Ding ist... Würdest du sagen, er müsste besser rappen für 3 Jahre? Ich habe das Gefühl, heutzutage ist man schneller besser. Also wenn du heute 3 Jahre rappst, dann ist das schon sehr viel. Aber damals... Welches Jahr? 2015? Ja, 5 Jahre her. Also als ich 3 Jahre gerappt habe, war ich auch noch nicht gut.
Also als ich 3 Jahre gerappt habe, war 2009 oder so. Und da war ich auf jeden Fall schon okay. Doch, auf jeden Fall nach 3 Jahren war ich okay. War ich okay, doch. Nach 3 Jahren rappen war ich schon okay. Das ist Schrott, Alter. Du hast aber auch irgendwann mal gesagt, dass du früher dachtest, als du angefangen hast zu rappen, jeder hat eine Phase, wo man wack ist. Aber du irgendwie nicht. Du hast die Phase irgendwie überspringen. Das habe ich halt original geglaubt. Ich hab das original geglaubt. So, wann habe ich angefangen? 2006 oder so, 2007. Und ich habe halt original gedacht, das wäre halt krass. So. Ich dachte original, das wäre gut. Und wie wahrscheinlich jeder Rapper das sich, ja, was von sich dachte. Weiß ich nicht. Und so, er wahrscheinlich nicht. Auch. Also ich habe ja wirklich andere dann gehört und dachte, ja, nee, das ist nicht so gut, aber das, was ich mache, ist schon gut. Wenn ich mir das heute anhöre, also ich kann es mir tatsächlich wirklich nicht richtig anhören. Es ist einfach nur schlimm, ey. Hast du die ganz alten Songs noch irgendwo? Die ganz ich, alten? Ich hab die ganz alten noch, ja. Ich habe dann einen Ordner. Ach, krass. Ja, doch, da hab ich noch ein bisschen was. Mr. Tetris schreibt muhahahahaha und droppt nochmal 10 Euro und 1 Cent. Ich weiß nicht, wie die Zahl jetzt gerade aussieht. Er hat 500 Euro und 1 Cent. Die 500 Euro wurden gerade vollgemacht. Leute, also erstmal Frosch im Hals. 50% geschafft von unserem Donation-Ziel, was schon sehr ambitioniert ist. Und ja, am Anfang dachte man so, oh, ob wir das schaffen in der Zeitfrist, die wir uns gesetzt haben. Aber jetzt sieht das so aus, als wenn wir einfach nur Richtung Zielgerade galoppieren. Richtig, richtig geil. Ey. Vielen Dank für den Support. Das macht auf jeden Fall richtig viel Spaß. Dann können wir ja tatsächlich wirklich den ganzen Bums hier finanzieren. Das ist nämlich wirklich mal eine schöne Sache, dass wir da selber nicht immer der drauf Bums-Paladin. Sagen. Der Bums-Paladin. So. Wir gucken jetzt die Rückrunde von Dima gegen Ampere und ich habe die Vermutung, ich habe gerade das Anzeigebild gesehen, dass das so eine Runde wird, so eine Crossover-Runde mit Frank Hemd. Also weil es sah irgendwie genauso aus wie das Frank Hemd. Oh, jetzt wird hier gestachelt. Ich will nicht super nerdig sein, aber ein guter Streaming-PC geht auch unter 1000, klar. Ja, aber das ist ja nicht nur ein PC. Nein, ne? Es geht ja auch nicht nur um den PC, wir haben ja auch noch den ganzen anderen Kram hier stehen. Licht, Cameras, Tonzeug, meine Naschereien. Nein, also wir haben ja den ganzen Bildschirmkram, die ganzen Mikrofone und alles hier. Wir haben ja ein bisschen aufgestockt hier, ne? Deswegen, ist ja auch egal. Ist auch egal. Auf jeden Fall werden wir jetzt die Rückrunde von Dima Richmond schauen gegen Ampere. Und auf dem wie Dima geht auf jeden Fall klar, glaube ich. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Also, dass Dima kontern kann, das weiß man halt auch einfach. Und ich freue mich auch, was der jetzt sagen wird. Mach an. Wir sind langsam heute, glaube ich, weil wir so viel uns bedanken. Und ja, ey, wir müssen auch erstmal in diese ganze Streaming-Sache hier nochmal wieder reinkommen. Wenn so viele Leute am Start sind, ist natürlich mehr los. Und ja, läuft. Läuft schon. Wenn es zu nervig wird, einmal kurz Bescheid geben hier, bitte. Das ist also deine Runde, Alter. 12 Tagen, kommst du so eine Runde? Hilfe, der Wind weht. Coole Reimketten, Mann, nur der Wind fehlt. Du hattest nicht ja gute Leistung, sie nicht reingebracht. Wie sagt ich lieber dazu? Da hab ich noch mal Schwein gehabt. Recycles alte Lines, echt krass, was du bietest. Die sind richtig tot gehört, aber passen ja zum Beatpick. Wie kommst du denn darauf, sowas gegen die mal aufzusagen? Ich hätte auch Angst vom Wind, brech dich 40 Kilo auf die Waage. Ey, ganz ehrlich, ich würde die Jacke zumachen. Nicht, dass der Wind weht und du wegfliegst wie ein Flugdrachen. Du bist doch nur ein graues Püppchen. Was? Wind, der Runde ist ein laues Lüftchen. Was? Du willst mir doch ein Blasen, Mann. Du bist mich falsch, du bist jetzt nicht mal deine Kamera. Das ist so geil, dass uns diese Windline so aufgefallen ist und er jetzt einfach so richtig hart darauf rumreitet. Ja, ja. Und auch gut darauf rumreitet. Also das ist schon richtig schön. Alleine die erste Szene, wo er darauf hinzoomt, wie das Boot dran vorbei scheppert und dann ist er in diesem Boot, das ist schon sehr nice gemacht alles. Hat er am gleichen Drehtag gemacht. Du willst mich punchen, du kannst nicht mal die Kamera treffen. Auch okay. Viele Lines waren sehr gut bis jetzt. War bisher auf jeden Fall das Beste, was wir heute gehört haben. Das freut mich auf jeden Fall. Wir hören mal weiter. Stylisches Lied an das Outfit, finde ich. Ja, on fleek hier, Dima auf seiner kleinen Yacht. Der gute Koch hatte hier gerade eben nochmal 9,99 reingeklöbert, ey.
dreht man nicht durch, Leute. Der gute Koch ist auf jeden Fall der Ausgleichspaladin. Ja, der Ausgleichspaladin, ja. Der Ausgleichende. Drunter ist ein laues Lüftchen. Was will? Du willst mir doch ein Blasen, Mann. Du willst mich punchen, du triffst doch noch nicht mal deine Kamera. Ich bin ein Schauspieler, die Line ist geil, Mann. Was steht denn in meinem Drehbuch? Ach so, ich bin weiter. Ich mach nebenbei noch Steuern und schreib nicht mal eine Stunde. Die Vermögensteuer gibt's nicht mehr, wie dich nach meiner Runde. Und du vergleichst dich selber mit Sepsis? Hm. Ja, okay. Dann guck mal, wo der jetzt ist. Leute mit Fame trinken nur am Mountain Dew. Hast du kein Fame mehr, ja, dann brauchst auch du. Dann schaffst auch du es, so ein Kind zu schlagen. Das ist einfach wie gegen Wind zu fahren. Lass mich zwischenkommen. Ich hatte gerade eben von Tjöber hier im Chat gelesen, der Track ist etwas leise. Wir können das doch aufdrehen, Leute. Drehen wir doch den Swag mal ein bisschen auf. Mal schauen, ob das von der Lautstärke her jetzt passt. Könnt ihr ja gleich mal Bescheid geben. Also ich kann auch mal sagen, der Humor dieser Rückrunde trifft auf jeden Fall voll meinen Geschmack. Ja, finde ich sehr gut. Ich war auch hier an mehreren Lines sehr entertained. Frank ist natürlich auch wieder ein sehr schöner Mann, auch in diesem Video noch zusätzlich. Es ist einfach egal, was für ein Video gemacht wird, wenn Frank da drin ist, dann bist du on fire. Ja, ich finde, das ist einfach ein schöner Mann. Ja, ist auch. Idee und Ernst im Rap bin ich so hin und her gerissen. Aber wer nicht, denn er rappt immer gleich beschissen. Ich krieg Likes und du textest es wie ein Spaß. Du willst sowas in ein Finale bringen, bei Kevin ist noch Platz. Ich hingegen frage ab, ey, was würde denn der Sieg kosten? Du bist mein Alligator-Features, nicht mal ein Lacoste. Das einzig Gute an deinem Video war die Endcard-Schlampe. Du kommst mit deiner Mahlzeit. Danke? Im Podcast nenn ich dich nicht Favorit, weil du geil bist, sondern weil an dir nichts interessant ist wie Leipzig. Und ich schreib einsilbige Reime, hau dich trotzdem raus. Hey, mir wäre das peinlich, du Maus. Leute mit Fame trinken am Mountain Dew. Hast du kein Fame mehr, ja, dann brauchst auch du. Dann schaffst auch du es, so ein Kind zu schlagen. Das ist einfach wie gegen Wind zu fahren. Du siehst deine Frau und musst neue Bindehaut einsetzen. Fährst du nur noch. Warum verstehe ich das mit dem Mountain Dew nicht? Das ist einfach ein Möchtegern-Insider. Okay. So haben die sich jetzt so mal ausgedacht. Mhm. Tamo bekommt direkt Hunger bei McDonald's einstellen. Ja. Leute, ich bin satt. Ich bin pappsatt. Jetzt wird erstmal eine Weile nicht gesnackt. Und Dima hat wunderschön aufgegriffen, was du dich gefragt hast. Wie fährt man denn jetzt überhaupt gegen Wind? Mit dem Auto, mit dem Fahrrad? Und er hat einfach beides gemacht. Mhm. Also Dima hat quasi unsere Gedanken gelesen. Schon weit vor unserer Zeit. Ach so, wegen der Werbung. Ach so, ah, guck mal, so eine lange Leitung hier schon wieder. Ja, stimmt. Aha. Recht habt ihr. Wir gucken einfach mal den dritten Part weiter. Jetzt kommt nämlich, glaube ich, jetzt müsste die Reimkette eigentlich gekontert werden, glaube ich. Obwohl er an sich schon die Reimkette gekontert, also er hat auf jeden Fall schon Lines über die Reimketten gebracht. Aber ja. Jetzt mal eine ganz andere wichtige Frage aus dem Chat hier gerade nochmal zwischendurch nochmal eingeschoben. Was hältst du eigentlich von Kinderriegeln, Tamo? Somit das Krasseste an Schokolade? Ja, ist eine köstliche Schokolade, muss ich auch sagen. Frage geklärt, glaube ich, ne? Aber ich habe jetzt auf jeden Fall Lind für mich entdeckt. Die grünen habe ich jetzt zum ersten Mal, aber die roten, Digga. Wir machen hier keine Werbung. Die roten, Digga. Wir machen hier keine Werbung für Lind jetzt. Ist Lind eine schlimme Marke? Weiß ich nicht. Bestimmt. Okay. Bestimmt ist das eine schlimme Marke. Das ist einfach wie gegen Wind zu fahren. Du siehst deine Frau und musst neue Bindehaut einsetzen. Fährst in Urlaub und musst erst die Windhose einstecken. Ey, am Berg kommt mit behinderten Scheißtexten. Meine sind hingegen immer spitze wie Reißzwecken. Lieber Richmond, ich könnte kurz mein Internet-Hype retten und dem Kind in sein Scheißkinn oben reinslappen. Zu der Mom und danach den Pin sofort rein in den Kitzler hineinstecken. Bisschen den Wein schmecken lassen und damit mir keine Kinder hier reinrappen, am Per sofort ins Behindertenheim stecken. Es ist easy, Mann, ich bin ohne Schweißflecken. Stufe 3 Ampere bringt sinnlose Reimketten. Ja. Money, money, money. The winner takes it all. Thank you for the music. Yeah, hier hast du deine Abauk, Bitch. Ende fand ich ein bisschen cringy. Fandest du? Ja, das ist also die letzte,
die letzten zwei, drei Zahlen, die hätte er sich sparen können. Die Reimkette fand ich irgendwie witzig. Aber ja. Bei Lin feiere ich einfach nur, dass die von alten, zufriedenen Opas fabriziert werden. Das ist doch immer dieser alte Opa, der in seinem weißen Lin-Kittel immer so mit diesem Sprühding immer so, oder mit diesem, wo er so oben drauf drückt, immer so, macht er doch immer die kleinen Berlinchen fertig. Klar. Ich weiß, welcher Lind-Opa das ist. Ja, ich wollte es nur mal verbildlichen hier. Also hier werden direkt schon die Points reingedroppt. Mittlerweile wisst ihr alle, wie es läuft. Was würdest du der Runde geben, mein Lieber? Also man muss halt dazu sagen, die Runde hat halt den Dima-Faktor. So, weil die Hooks sind halt Dima-Style. Ne? Aber ich war super entertained, ich habe echt viel gelacht. Da waren richtig viele gute Konter einfach drin. Und die Pointen auch so gesetzt, dass die echt gut gezündet haben. Video war so lala. Die Anfangsidee fand ich halt sehr gut. Ich glaube, ich würde dem Ganzen eine 7 geben. Dem Ganzen eine 7, okay. Ich fand es ganz besonders bei dieser Runde, dass mir die Parts mal besser gefallen haben als die Hook. Und das ist bei Dima-Runden meistens immer umgekehrt. Oh, ich weiß nicht, das ist mal so, habe ich das Gefühl. Ja, also er will sich in Hooks halt immer austoben, ne? Da macht er halt, worauf er Bock hat, egal was. Und da muss ich sagen, dass mir die Parts hier auf jeden Fall besser gefallen haben. Drei Parts hätte ich jetzt nicht unbedingt gekontert. So. Wobei er den letzten Part auch stark verkürzt hat. Hat er, ne? Das war, glaube ich, nur ein Achter oder so. 3,40-Runde ist auf jeden Fall ein bisschen kürzer. Ja. Ich fand's okay. Also von der Länge jetzt, meine ich. Das also im Durchschnitt sehe ich ja auch so 7,5 Punkte. 7,5 Punkte sind auf jeden Fall eine gute Runde, also wenn man das jetzt mal vergleicht. Und ich bin da auch ungefähr bei 7. Ja. Ich würde der Runde 7 Punkte geben, weil ich gerade den ersten Part sehr, sehr gut fand. So. Und der Rest, also er hat ein bisschen abgebaut zum Ende hin, finde ich. Also den ersten Part fand ich schon grandios. Und dann wurde es halt ein bisschen schwächer. Ja, was hattest du gesagt? 7 habe ich gesagt. 7, ja, okay, dann sind wir ja auch auf einem Level. Ist aber auch eher leicht zu kontern, wird hier gesagt im Chat so. Ja, aber man muss gut kontern, dass die Pointen auch gut gesetzt sind und so, das ist schon eine Kunst. So, und das hat er einfach gut hingekriegt. Gibt auch sicherlich den einen oder anderen Rapper, der das nicht so gut gekontert hätte. So, ja, hier ist die Umfrage war gewesen, wen wird Tamo vorne sehen? Darauf konnte jetzt gerade eben gewettet werden. Dima Richman ist das Ergebnis und 14.855 Punkte werden ausgeschüttet an 27 Personen, die hier einen reingewettet haben. Das hat geklappt, finde ich geil. Richtig nice, ey. Das ist sehr, sehr cool. Sammelt erstmal ein paar Punkte. Wir werden da bis zum nächsten Stream auf jeden Fall auch noch so eine Möglichkeit geben, diese Punkte auch einzusetzen. Das haben wir jetzt heute aber leider noch nicht geschafft. Aber sammelt erstmal die Punkte, damit könnt ihr auf jeden Fall was machen. War eine 115:1 Quote. Ja, krass. Es war auch relativ eindeutig. Die Leute kennen auf jeden Fall meinen Geschmack. Den guten Schmack von Tamo. Wollen wir mal direkt in den Turnierbaum gehen? Oder die Frage an Brave New World. Ach, da hat er hier schon. Genemy-Runden werden sich gewünscht. Benson ist ausgeschieden. Genau, also wir gucken die Genemy-Runden jetzt. Guck mal, das läuft ja wie am Schnürchen, ey. Nochmal ganz viel Liebe an Brave New World, dass das hier so wunderbar klappt. Wir können ja eigentlich direkt drüber gehen und die Genemy-Runde anmachen, damit wir nicht so viel Zeit vertrödeln, ne? Genemy gegen Benson. Was ich sehr, sehr schade finde, dass Benson keine Runde gemacht hat, ne? Das ist wirklich schade. Ja, meinst du nicht, dass wir nachher die Uhr aus den Augen verlieren und dann die Premieren wieder verpassen? Also müssen wir. Schaffen wir das überhaupt noch jetzt, die Genemy-Runde? Oder? Die sollten wir irgendwie hinbekommen, ja. Okay, Leute, irgendwer muss auf die Uhr gucken, dass wir das auf jeden Fall auch alles schaffen. Hier haben wir Genemy vs. Benson die Rückrunde. Ist das die einzige Runde? Genemy-Hinrunde gibt es nur bei alle Runden. Okay. Da wurde jetzt. Benson war im Urlaub. Ich muss hier ganz kurz noch einmal rüber switchen zu den Donations. Hier ist nämlich schon wieder ein bisschen was passiert. König der Wale, nee, die Zahl darf nicht glatt sein. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen Krieg.
zwischen den Leuten, die das Chaos mögen und den Leuten, die die Ordnung mögen. Mr. Tetris sagt, jetzt reicht's aber langsam. Sag mal, hat eigentlich einer von euch DWZ oder Elo? Frag für einen Freund. Ist das schon Mobbing? Fragt der gute Koch und droppt auch nochmal 4,85 Euro. 4,14 Euro werden gedroppt von Mr. Tetris. Leute, ihr seid crazy. Gefolgt wird hier auch nochmal von Marissa. Und Kaffeebedarf hatten wir schon? Kaffeebedarf hatten wir noch nicht. Andy Mesi, Woodface. Ich glaube, die haben wir alle noch gar nicht, oder habe ich nicht? Nee, die kannst du mal alle mal vorstellen. Ja, hier. Huge RRR Action. Ja, genau, das waren sie. Ja, fühlt euch willkommen am Mundmische TV Lagerfeuer. Und vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ja. König der Wahl sagt, wir doneten sehr gerne. Wir sind nämlich Arzt. Wir verdienen gutes Geld. Wir sind Arzt. Wir sind alle Arzt. Dieser ganze Stream ist mittlerweile Arzt. Arzt der Orthopädie und Unfallchirurgie. Geil. So ist es, so bleibt es. Und ja, wir bimmeln noch. Es wird noch gebimmelt, Leute. Wir sind alle ein Arzt. Das ist schon wieder so blöd. Ey. Ich habe den Timestamp auf jeden Fall gefunden und wir grinden jetzt in die Hinrunde von Jeremy gegen Benson rein. Was Ärzte. Wieso Timestamp? Weil das alle Runden von Jeremy waren. Es gibt die Hinrunde von Benson nur in dieser Compilation. Okay. Also wir gucken jetzt die Hinrunde von Benson? Ja. Okay. Nee, Hinrunde von Jeremy. Okay. Und ich kam klar auf deine kargen Wände und ich kam auch klar auf deinen Wackenposter. Aber diese massive Hantel, Alter. Was eine massive. Das ist sehr leise, ne? Kann das sein? Hantel, ein Königreich wie dein Zimmer für diese massive Hantel. Deine Harry Potter Kammer ist kuschelig. Ich hab nie wen gesehen, der so auf Gangster macht, obwohl er so eine Schwuchtel ist. Deine ganze Präsentation nach außen ist hammerhart, Mann. Deine Taktik ist doch das, du hoffst, sobald deine Gegner anfangen, Punchlines gegen dich zu suchen. Das ein, deine peinlichen Runden nach 200 Minuten mit Angriffsfläche komplett rein zu überfluten. Ach du Heilige, so, ich zucke wie Neo, wenn er mit Kabel im Sitz zum ersten Mal nach der Pille die Matrix betritt. Und ich krieg so schnell gar nicht geblickt, was für ein Spaß, die du bist. Bitte benutzt deine Klimmzugstange und häng dich daran verstrickt. Digga, wie willst du schon erzählen, dass du geil wie eine Sau bist? Du bist ein laufendes Rasenschwein, was nichts als Feins überrauscht. Gibst raus, kriegt aus dem mittlerweile wahrscheinlich heftig toten Kopf. Von dem schlecht gestreckten Stoff hast du ein völlig großes Loch in deiner Birne. Und ich muss Leins für so ein Bauen verschwenden. Musst du nicht irgendwo noch irgendeine Art von Tower defenden? Ey, yo, man, Benson, Nacht auf Gangster ist letzter lebendiger Scheißwitz. Wie kannst du kiffen, ohne dich in deine Peinlichkeit reinzusteigern? Dein Heim ist so jämmerlich, wenn jemand wie er. Ihr kennt auf jeden Fall ziemlich viele Frauen, kann das sein? Und die eine, die aus der Dusche kam, da musste man anscheinend das auch irgendwie zensieren. Da wurde zensiert, hab ich gesehen, ja. Kleines Zensierchen-Bierchen. Ja. Aber... ich weiß nicht, ob das so cool ist. Nee, es ist nicht cool. Also cool ist das nicht. Aber ich finde schon, dass er... und dazu schlägt er auch noch Frauen. Ne? Einfach mal so, zwischendurch. Bam, in die Fresse. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt schon ein paar Jeremy-Runden mir reingezogen und ich mag seinen Flow einfach nicht. Also ich weiß, dass es gut ist, dass er skilltechnisch da was an den Tag legt, aber ich finde das automatisch anstrengend und ich kann mir das dann tatsächlich auch nicht so gut geben. Hier wird gerade gesagt, Quali ist gerade gedroppt, hab nichts gesehen. Kann eigentlich nicht sein. Ich hoffe... Nö, also hier ist eigentlich alles in Ordnung. Wir gucken einfach mal weiter. Der frauenschlagende Paladin. Aber ich finde vom, wie gesagt, flowtechnisch ist das immer Geschmackssache so und ich feiere das halt wie Jeremy rappt so. Deswegen, der ist schon sehr gut. Der ist schon sehr gut, aber irgendwie das Gesamtpaket geht mir irgendwie gerade noch nicht so richtig rein. Deswegen warten wir mal ab, was jetzt hier noch so kommt. Wir schauen mal weiter. Das war aber ja ein Bricht, klaute nichts, aber legt rein, er schnurrt das Geld auf deinen Schreibtisch. Und levelt dein League of Legends Character auf 30. Verdammte Scheiße, Benson, Alter, aber das ist verkehrt bei dir, sag mal. Yeah, hör mal auf mit dem Rap. Würde ich auch gleich weg. Wenn ich in deinem Leben gefangen würde ich mit was Härterem als... Ich war auch eine Festivalperle. Eine Gesellschaftsgruppe, die man vergasen kann. Yeah. Ach, sieht man an den Bändchen, ne? Ja, genau. Hör mal auf mit dem Rap. Würde ich auch gleich weg. Was ist bei dir und deiner Bude los? Die Frage ist ja jetzt, wenn die jetzt so zu Hause bei ihm chillen, warum müssen sich denn die Frauen bei ihm die Nippel abtapen?
So chillen jetzt so, ey Digga, ist cool, wenn du jetzt chillst, aber wenn du jetzt auch hier nackt rumläufst, so, dann klebt dir mal bitte die Nippel ab. Oder was? Ist glaube ich, sowieso auch ein bisschen... Was ein billiger Burger, Digga, der tropft hier halt rum. Ja. Ja, weiter geht's. Du Aushängeschild für Menschen, die keiner vermissen würde. Ich sehe dein Label ist weitestgehend für eine Überraschung gut. 10 von 10 Themen drehen sich stets um euren Graskonsum. Meinst du, das sind die gleichen Perlen, die dann einfach runtergerannt sind? Ja, sie hat doch auch hier schon das Herz gerade gehabt, so, ne? Also das ist schon. War das nicht die, die er geboxt hat? Er hat sie jetzt auf den Tisch geboxt quasi, oder was? Ich glaube, er hat sie oben geboxt und dann haben die weitergedreht und dann ist sie schnell hinten runter und jetzt ist sie quasi eine neue Perle. Durch die Zeit auf den Tisch geboxt. Also er hat so getan, als hätte er 5 Frauen im Video, aber an sich hat er nur 3 Frauen im Video. Und das ist jetzt so, ist das jetzt schlechter oder ist das besser? Ja, 3 hast du es gut, aber dann macht daraus doch nicht 5. Weil es sind ja nur 3. Ja, okay. Der bluffende Paladin. Also richtig. Der multiplizierende Paladin. Der multiplizierende. Ja, also den Burger fühle ich jetzt auch nicht so zu 100%, ne? 3 von 5 Frauen im Video. Überraschung, Luke kifft heimlich, du kiffst peinlich. Man könnte meinen, das Maximum der Dramaturgie ist erreicht, aber dann kommt Schwieber als ein scheiß Kurtwist, denn der Dude kifft kein Shit mehr, denn ihr kifft zwar Kette, schön aber mit den Soßenfingern auf die Fernbedienung. Über die Technik definiert, wieso wack ist, dass du das VBT zum 6. Mal verlierst, hä? Dein Album ist doch voll mit charakterloser Scheiße, von dem Spasten bin ich zu erreicht, außer jahrelang am gleichen Video-Battle teilzunehmen und bis zum Achtlaus zu scheißen. Aber die Bude bockt. Aber die Frage ist, wessen Bude ist das? Von seinen Eltern bestimmt. Ja, glaube ich nämlich auch. Spiele vor dem Greenscreen zu streamen, wenn ich dich so an das als letztes Lebenszeichen nach außen, die Scheiße, die aus deinem Hintern auftritt und im Skype-Mic das draußen, hä? Du Anti-Rapper, Mischung aus Trottel und Troll, aus behindertem Maskottchen und besonderer Freund des VBTs, der verkörpert das erst nicht über Sachtelschaft. Ach, Benson, ah, dabei sein ist alles wack. Yeah, hör mal auf mit dem Rap, würde ich auch gleich weg. Wenn in deinem Leben gefangen, würde ich mal was härterem als mit Gras an. Erst ein bisschen Frauen boxen und dann mit seinen Sprüherkollegen abhängen, oder was? Also der Switch war auch richtig strange. Also dann hätte man noch weiter im Haus da irgendwie so ein bisschen oder rum. Im Garten dann. Die werden doch wohl einen Garten haben, wenn die so ein Haus haben, ey. Ja, weiß ich nicht. Mann, jetzt ist mir hier unten, das muss ich mal ganz kurz hier, jetzt ist mir hier unten das Kopfhörerkabel unter den Tisch. So komisch. Das ist ein bisschen wie Jenga jetzt. Ja. So, jetzt hab ich's. Das Video ist auf jeden Fall Anti-Abstandsregel, ja. Er versucht so wie Luke zu flowen, nur in schlecht. Ich weiß, was er damit meint. Ich weiß, was er damit meint. Aber ich finde das nicht so schlecht. So. Auf jeden Fall Team Baggy-Hose. Da waren wir auf jeden Fall letztens auch beim Thema, ne? Also für mich ist das auch, ich kann objektiv sagen, dass das gut ist. Ich weiß, dass es gut ist. Das ist sein eigener Flow. Das rollt alles, das passt intakt. Aber ich finde es anstrengend fürs Ohr. Und ich würde mir das niemals nochmal reinziehen. So. Also ich habe vorhin hier jemanden gelesen, der hat gesagt, ey, das macht mich ganz hibbelig. Ja, so ein nervöser, ich bin aber der krassere Rapper-Flow. Ja. Aber ich finde es definitiv nicht schlecht. Nein, das muss ich sagen, man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Und ich weiß, das war die Melodie von Tetris, aber ich meinte tatsächlich Jenga, weil er das Kabel so unterm Tisch weggezogen hat. Der aufpassende Ball. Wollen wir nochmal weiter gucken? Ja, bitte. Ach scheiße, jetzt habe ich hier voll verkackt. Ich wollte ein Stückchen zurückmachen. Bei einem 54-Minuten-Video ist das natürlich nicht so clever. Boah, Trottel, ey. Wenn ich dich so ansehe, ist dein letztes Lebenszeichen nach außen. Die Scheiße, die aus deinem Hintern auftritt und im Skype-Mic das draußen, hä? Du Anti-Rapper, Mischung aus Trottel und Troll. Aus behindertem Maskottchen und besonderer Freund des VBTs. Der verkörpert das erst nicht über Sachtelschaft. Ach, Benson, ah, dabei sein ist alles wack. Yeah, hör mal auf mit dem Rap. Würde ich auch gleich weg. Wenn in deinem Leben gefangen, würde ich mal was härterem als mit Gras anfangen. Du aussehen Schild für eine Gesellschaftsgruppe, die man vergasen kann. Yeah. Also diese Videoeinstellung finde ich auch strange. Was findest du daran? Was findest du daran merkwürdig? Ja, da jetzt irgendwie mit dem Schal vorm Gesicht im U-Bahn-Tunnel vor dem Graffiti. Ja, aber warum die halt das Gesicht verdecken, ist ja schon relativ klar. Wenn jetzt wirklich die Polizei darauf aus wäre,
ihn jetzt hier ausfindig zu machen und ihn damit in Verbindung zu bringen, so, dann wäre das ja schon ein leichtes, so, dass die anderen Dudes sich da maskieren, so, das kann man dann ja schon verstehen. Ne? Ja, wenn da die Bullen kommen, dann ist auf jeden Fall der Kameramann derjenige, der geschnappt wird. Ja, aber irgendwie dieser Switch von dem anderen Video zu dem Video und einfach die Kulisse sieht auch nicht so geil aus, irgendwie. Ja. Ach, guck mal, hier, Birgit ist auf jeden Fall wieder am Start. Grüß dich, du warst letztes Mal ja auch schon mit dabei. Einfach Hand auf JKL legen, J ist 10 Sekunden zurück. Das ist ein schöner, guter Tipp, den ich bisher noch nicht gewusst habe. Jenny droppt jetzt hier gerade nochmal so, sagt aber mindestens genauso viele gute Sachen, wie er übertrieben schwierige Sachen sagt. 50-50, ja genau, schwulenfeindlich und Vergasenlines zu guten Punchlines. Ja, das ist mir nämlich auch schon aufgefallen, dass er diese eine Vergasenline gerade gedroppt hat, die ziemlich läppisch gewesen ist. Ja, bockt zu 0%. Deswegen, wir hören einfach jetzt nochmal weiter, wie er dieses Ding jetzt zu Ende schaukelt, ne? Was meinst du? Mhm. Ich hoffe aber auch, dass bald Ende ist. Mit dem Rap, würde ich auch gleich weg. Wäre in deinem Leben gefangen, würde ich mit was Härterem als mit Gras anfangen. Brauchst ein Geschild für eine Gesellschaftsgruppe, die man vergasen kann. Yeah. Ist das auch noch ein Hook? Mit dem Vergasen meine ich jetzt. Ja. So. Die Hook fand ich auch ganz schlimm, mal fernab von der Line. Ja. Auch von der Melodie und so. Gerne mal eine Punktzahl hier für reindroppen, aber wir brauchen ja gar keine Punktzahl, weil ja hier keiner gewinnt. So, eigentlich ist es ja legal. Ja, doch, man könnte das schon einfach mal. Ja, okay, du, einfach zur mal Übersicht, zur Übersicht meinst wissen, du? Was ihr von der Runde haltet. Oh, guck mal, da ja. Sind nämlich einige, die das sehr gut fanden. Okay. Aber auch ein paar, die das sehr schlecht fanden. Also die Runde polarisiert. Also aber ein ganz anderes Level als das, was wir hier vorhin geschaut haben, ne? Was wir jetzt vorher die mal gegen Ampere. Also das fand ich, ist schon mal ein anderes Level, definitiv. Ja. So. Was auf jeden Fall jetzt legendär wird, Donnergeburt, habe ich gerade schon gesehen, ist in der Rückrunde mit dabei. Im Durchschnitt liegt die Runde hier so um und bei 6,5 Punkten, würde ich sagen. 6,5 haut ungefähr hin. Ist eine gute Was würdest Runde. Du denn der Runde geben? Ich bin auch so bei 6,5 Punkten. Ich bin bei 6 Punkten. 6 Punkte. Sechs Punkte. Aber das würde ich der Runde wahrscheinlich auch geben. Also da wäre ich jetzt, da sind wir dann doch nicht so weit voneinander entfernt. Nö. Aber ich habe zum Beispiel, also bei mir ist jetzt nicht so viel hängen geblieben von dem, was er überhaupt gesagt hat. Ich frage mich auch, ob das an diesem Flow liegt. Ja, es ist natürlich schwieriger, dem Ganzen zu folgen, ne? Also das muss man schon. Das ist alles ein bisschen verschachtelter. Sagen, dass es sehr verschachtelt ist und dass es halt im Gesamtkontext schwierig ist, dem zu folgen. Das ist leider so, ja. Aber ansonsten vom Gesamtbild klingt es ja schon krass so. Er macht das ja gut. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Leute, die einen ähnlichen Rap-Stil haben, den man aber halt viel, viel besser folgen kann, wenn man jetzt so an so einen JW oder so denkt, der halt schon nochmal eine Klasse darüber rappt, so, aber dem kann man halt trotz ähnlichem Flow halt viel, viel besser folgen. Mhm. Ne? Okay, dann gehen wir mal in die Rückrunde von Jenemy rein. Was eine Compilation ist, featuring Gott, den Namen kenne ich auch, ich glaube es auch RBA, also, Dude, Donnergeburt, Legend, JC und Cash. Also vier sehr gute Rapper sind am Start, bin ich gespannt. Also bei Donnergeburt drehen alle durch. Also Benson hat keine Hinrunde gemacht und die haben aber gedacht, wir nutzen den Slot jetzt und machen doch mal was ich sehr stabil finde, ne? Oder? So, das ist doch ein cooler Move. Ja. Daran merkt man doch, da hat jemand Spaß am guten Rap. Aber das war früher auch so, die Situation hatte jeder, glaube ich, mal so, droppe ich jetzt einfach trotzdem eine Rückrunde und mache da irgendwas. Und dann ist immer so, ich könnte auch echt gut mal chillen für eine Woche, mal ein bisschen Energie tanken. Ja. Oder für zwei. Hier wird wieder geschrieben, Team Mühe. Jenny schreibt,
Geh Miami, nimm sein Album auf den Müll. Stimmt, Preis war doch dieses, war ja, dass man mit ab nach Miami fliegt und da ein Album aufnehmen kann, ne? Und das ist nicht passiert, oder was? Weiß ich nicht genau. Ich glaube schon, dass das passiert ist. Ja, das Album von Frank Hammond war das dann? Ja, weiß ich nicht. Achso. Also Jenny hat... Ja, egal. Wir wissen ja alles nicht. Wir wissen ja noch gar nichts. Ist ja fast in der Gegenwart jetzt eigentlich. So, weiter geht's. Ich erinnere mich noch gut. Es war an einem Samstag, 16.30 Uhr. Wir waren mit unserem ganzen Label ein bisschen was trinken. Und dabei dann meine VBT-Runde aufnehmen, dachten wir uns. Also habe ich meinen Text rausgeholt. Ich weiß noch, wie ich meinte, lieber nicht, das VBT ist gefährlich. Dann kam irgendjemand auf die Idee, den Rasierer rauszuholen. Und hat angefangen, Benson zu rasieren. Ich meinte noch, sie sollen das bleiben lassen. Bitte, lass das bleiben. Bitte. Und auf einmal stand Benson mit gespreizten Beinen über mir auf dem Sofa. Mich haben sie auch rasiert. Was hast du da in deiner Hinrunde gegen mich gesagt, Alter, hä? Ungefähr bei 2 Minuten 30? Hä? Weißt du noch, Alter? Jetzt wirst du gefickt, Junge! Gefickt wirst du jetzt, Alter! Okay, jetzt halt dich mal zurück, denn ich hab alles hier im Griff. Ey, willst du meine Runde kicken? Ey, ich verfeiner nur den Schliff. Ja, ich verteil Bell eine Fist, dass er die Schallmauer durchbricht. Und um sein Leichnam dann zu finden, baut man eine Leiter bis zum Himmel. Alter, ich töte diesen Bastard! Mördermäßig. Ja, komm, hast du dir verdient? Ja, Bruder, weißt du, ey. Ganz stark. Was, keine Runde? Lass ich mir nicht bieten von dem Spaß. Mama, setz ihn ins VBT, hol ihn nach 7 Jahren ab. Wenn sie nach 8 Jahren nicht da ist, ja, dann artet die Panik aus. Und Kurzschlusseffekte fördern und dummes Denken, naja, dann mach mal halt noch mal mit. Achtel raus! Wir treu geblieben, derweil zieht Jeremy ins Viertel ein, wie neue Mieter, Baylor Basin ist dein. Hermaphrodite dann Twitter. Ja, ein streberähnliches Kind, das seinem Lehrer täglich den Pin blast, für eine stets ansehnliche Villa, aber fleht jetzt, steht hier im Winter, in seiner Drecksbude um sein Leben und ist auch noch megamäßig behindert. Wer macht jede Runde zu einem sicheren Sieg? Es ist deine Geburt, deine Geburt, deine Geburt, deine Geburt. Du hast hier nichts mit deinem Wannabe-Flow, denn Rap ist keine Comedy-Show, du voller Idiot. Der Boden bricht auf von Engelschöre erklingen, denn es ist deine Geburt, deine Geburt, deine Geburt, deine Geburt. Es regnet tote Vögel aus dem Himmel, es ist Donnergeburt, 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 Donnergeburt. Der Chat dreht durch, Donnergeburt, Donnergeburt, Donnergeburt. Also in dem ersten Part hat da einer gesagt, Legende. Wenn du mir den Pin blast, also nicht bläst, sondern blast, damit sich das reimt. Ist zwar nicht ganz korrekt, aber Donnergeburt hat auch gesagt, du voller Idiot. Du voller Idiot. Nicht du voller Idiot. Du. Ja, du bist ein voller Idiot. Reimt sich nämlich auf Donnergeburt. Ja. Tamo Brudi, brauchst du Hilfe? Puh, also für mich war das schwierig gerade. Ich fand's auf jeden Fall, ich fand's auf jeden Fall schön. Scoo, Diggi, danke für den Prime Sub. Vielen, vielen Dank im zweiten Monat. Holgersson schreibt, zwei von zwei Runden Frauen geschlagen. Jenny Mieder Ehrenmann. Der Schlag zu Paladin. Ja, wollen wir mal weiter. Nochmal ganz kurz in Donnergeburt nochmal reinhören. Deine Comedy-Show, du voller Idiot. Der Boden bricht auf von Engelschöre erklingen, denn es ist Donnergeburt, 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 Donnergeburt. Es regnet tote Vögel aus dem Himmel, es ist Donnergeburt, 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 Donnergeburt. Darf ich was sagen? Ich hab Redebedarf. Wer ist Baylor, der Gator mit dem schäbigen Haar? Ey, was war los, Junge? Hattest du keinen Bock und machst jetzt Schlaf? Oder hättest du ansonsten fast auch Shopping Queen verpasst? VBT ohne Koma ist ein Witz, wobei Kids lachen mehr über dein Oberarm, du Bitch. Lass mal Jeremy als Sieger auf die Stage und du bleibst Nummer 1, wenn's um Niederlagen geht. Jeremy sieht aus wie ein Karottenkopf. Ich boxe Fotzen, denn ich bin der Räuber Fotzenbox. Sonst diese Hure, der Witz. Cash at his finest schon wieder, ey. Ich boxe Fotzen, denn ich bin Räuber Fotzenbox. Ich muss mal den nochmal hören. Ich mag Jaceys Flow einfach. Ja, Jaycee bockt total. Ich freue mich auch gerade, dass er hier mit dabei ist. Ich habe Jaycee so gar nicht, sonst steht er eigentlich JC61 ja. Ist auch cooler als Jay-Z. Jay-Z klingt so wie so ein 2000er. Wie so ein Boyband klingt das. Ja, wie so ein 2000er R&B-Sänger. Ja,
Oder eine R&B-Boy-Group. Die doppelte Ration P. Paul ist auch auf jeden Fall wichtig an so einem heiligen Donnerstagabend, ey. Der Räuber Fotzenbox. Ja. Lass mal Jeremy als Sieger auf die Stage und du bleibst Nummer 1, wenn's um Niederlagen geht. Jeremy sieht aus wie ein Karottenkopf. Ich boxe Fotzen, denn ich bin der Räuber Fotzenbox. Fotzen wie den Benson, diese Hure, der wird seit er denken kann, ständig mit Schwänzen überflutet. 80 sieht aus, als hätte er seit den 80s nichts gefressen. Er steht auf der Stage und sieht aus wie ein Baby mit einem Löffel. Euer Deutschrap ist mir zu peinlich. Und Dima ist nur Richman, wenn ich ihm was in den Hut schmeiß. Wer macht jede Runde zu einem sicheren Sieg? Es ist Donnergeburt, 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 Donnergeburt. Du reißt hier nichts mit deinem Wannabe-Flow. Denn Rap ist keine Comedy-Show, du voller Idiot. Der Boden bricht auf von Engels Chöre erklingen, denn es ist Donnergeburt, 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 Donnergeburt. Es regnet tote Vögel aus dem Himmel, es ist Donnergeburt, 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 Donnergeburt. Ja. Wunderschön. Was war das, Malte? Ja, das war ein schöner Zwischeneinwurf, den Jeremy hier uns bereitgestellt hat. Voll konfus war das. Ja, aber ich finde das ja mega, dass wenn hier noch weiterer Content geliefert wird, obwohl er eigentlich gar nicht gemacht hätte werden müssen. Und wenn dann halt so ein schöner Donnergeburt da hat halt jemand Spaß an guten Rap. Da hat jemand Spaß am guten Rap und das ist halt einfach nur schön. An dieser Stelle werde ich das jetzt auch einfach mal droppen. Auf meinem kommenden Album Fable, was am 19.02. erscheinen wird. Gibt es ein Feature mit Donnergeburt? Gibt es ein Feature mit Private Powell. Wir haben einen wirklich sehr schönen Song gemacht, Beat ist auch von Private Powell. Ist wirklich ein absolut, ist absolut einer meiner Favoriten auf dem Tape. Und der kommt jetzt endlich raus. Das wird auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Wenn ihr dieses Album vorbestellen wollt, könnt ihr, ich mache das jetzt auch einmal hier, auf lagoonstyles.de gehen. Guck mal, die Wölfe im Hintergrund, ey. Könnt ihr auf lagoonstyles.de gehen und könnt dort die Vinyl vorbestellen, wenn ihr Bock darauf habt. Da sind ein paar gute Hände voll, gute Songs drauf. Auch schöne Features mit dabei, wie gesagt, Private Paul ist mit am Start, Tamo ist auf jeden Fall mit am Start und noch ein paar Leute, die ich demnächst noch mitteilen werde. Also da könnt ihr gerne mal einen rausklöbern, wenn ihr wollt. Das wäre schön, würde ich mich drauf freuen. Hier wird gerade geschrieben, mega Cover, macht Potenzial, vielen, vielen Dank. Ich liebe es auf jeden Fall auch. Einer meiner Favoriten, habe ich gesagt. Mr. Tetris. Hier schreibt, Zuhare schreibt, ernst gemeinte Frage, kriegst statt auch irgendwann auf Spotify? Das wird ab dem 19.02. natürlich auch auf Spotify zu hören sein. Da hat man dann natürlich nicht so was Schönes in der Hand, sondern man hat es dann nur auf den Ohren. Und aber die erste Single, Fable, ist sogar jetzt schon auf Spotify. Also könnt ihr euch schon gönnen. Unter dem richtigen Scotch. Genau, die erste Single ist auf jeden Fall am Start. Mittlerweile auch unter dem richtigen Account könnt ihr die Single Fable auf jeden Fall euch reinfahren, wenn ihr Bock dazu habt. Wir werden auf jeden Fall zum Tape auf jeden Fall auch nochmal einen Stream machen. Da können wir gerne mal über das Album sprechen und ich stelle da mal so ein bisschen was vor. Was wir vergessen haben, Simon Lovelace hat hier mit einem Stufe 1 Abo rein abonniert vor 4 Minuten. Digga, vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Geil, Mann. Jenny sagt gerade, geil, Meiler, fragt bloß nicht uns wegen Feature. Brudi, wir kommen da eh noch zusammen. Das wird alles noch und es wird ja nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich hier irgendwie ein bisschen Musik gemacht habe. Hier kann weiterhin mit Kanalpunkten die Kanalpunkte können gesetzt werden für das nächste Battle. Presto gegen Bernd ohne Namen. Da kann auf jeden Fall einer rausgekloppt werden. Wir machen jetzt hier mal direkt, starten direkt mal ins nächste Battle rein, ne? Ja. Wir haben nämlich noch, wie spät ist es jetzt? 22, Viertel vor 10. Wir haben jetzt noch eine Stunde und eine Viertel Zeit. Ach, schaffen wir das noch? Ich glaube nicht.